Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 270. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Basti. Gute. Und der Herr Marvin. Servus, grüezi und hallo. Oh. Oh. Er stimmt sich schon mal ein für München, großartig. Oh. Muss man machen hier, flexibel bleiben. Ja. So, die Eintracht ist in die Vorbereitung gestartet und wir haben gesagt, wir wollen dann jetzt auch mal so langsam wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen und mal das Programm, was bisher da so gelaufen ist, beleuchten und haben eine gewisse Liste an Aktuellem, haben noch viel Platz beim Dummschwätzer der Woche. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da noch der ein oder andere auftauchen wird. Wir haben ein paar Empfehlungen und mal gucken, was wir sonst noch so aus dieser Sendung heute rausholen können. Lass uns doch vielleicht einfach mal mit dem Aktuellen anfangen. Und da gab es, bevor die Eintracht in Richtung Saisonvorbereitung in den USA gestartet ist, noch zwei Verstärkungen, die wir noch, oder Veränderungen im Kader, die wir noch nicht besprochen haben. Zum einen war das Daichi Kamada. Junges Talent, 20 Jahre. Sagte mir jetzt nicht wirklich was, hat den einer von euch schon mal irgendwie so ein bisschen im Blick gehabt, ist offensiver Mittelfeldspieler? Nö, kann ich nichts so sagen. Nicht im Blick also gehabt, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, keiner von uns hat umfassende Kenntnis über den Spieler. Ja. Es ist ein 20-jähriges Talent, so viel kann man sagen. Es war auch von anderen Vereinen im Dunstkreis. Die Eintracht hatten sich jetzt verpflichtet für 1,6 Millionen, das ist noch ein akzeptabler Preis für einen 20-Jährigen, aber das ist halt ein offensiver Mittelfeldspieler, der auch zentral spielen kann, in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch als hängende Spitze agieren kann, aber ansonsten müssen wir abwarten, wie das einfach funktioniert. Ich denke, das ist eine Wundertüte, aber preislich akzeptabel und wir müssen halt sehen, dass der einigermaßen harmoniert, aber was halt super ist, die Eintracht hat ja schon mit Hasebe einen Japaner. Und ich glaube, dass da die Eingewöhnung relativ leicht fällt. Das denke ich auch, ja. Genau, also da zumindest Kontaktrichtung relativ gut im Team vorhanden. Und ich meine, man hat ja jetzt auch durchaus in der letzten Saison gezeigt, dass man auch sich mehr drauf bemüht, so ein bisschen mehr auch Spieler anders oder besser in den Kader zu integrieren, da auch eher drauf einzugehen. Von daher mache ich mir da weniger Gedanken. Ich war in der Tat allerdings so ein bisschen überrascht von dem Betrag, den man da bezahlt hat, was aber wahrscheinlich einfach auch daran liegt, dass der Spieler mir so total unbekannt ist. Ja, aber es war auch komisch, weil wenn du so die typischen Portale abgehst, also transfermarkt.de, dann mit 750.000 ist er ja da, glaube ich, der Marktwert aktuell angegeben und dann doch 1,6 oder sogar 2 Millionen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da 1,6, das ist schon. Also ich weiß nicht, wie die Eintracht sich das dann, ja sozusagen, warum dann der Wert dabei rauskam, warum Sagan Tosu, da kam er glaube ich ja her, diese Summe dann haben wollte, ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen. Aber da siehst du halt auch wieder, dass du heute für selbst unbekannte Spieler, die auch an sich anscheinend noch nicht so die Leistung zeigen konnten, um einen hohen Marktwert in diesen Portalen zu erreichen, doch schon einiges hinlegen musst. Also finde ich jetzt nicht so wenig. Und wir kommen ja später noch zu Verpflichtungen, die wir oder die von uns weggegangen sind. Da muss man sagen, ist ja doch der ein oder andere weggegangen, wo man da wurden ja ähnliche Summen gezahlt und der hatte doch etwas mehr Potenzial. Also ist für mich auf jeden Fall noch eine Wundertüte, aber hoffen wir mal, dass die Eintracht da gut spekuliert hat. Ja, wobei ich dazu sagen muss, du sprichst hier Transfermarkt an, das ist natürlich selbstverständlich, aber auch hier gilt immer wieder, Transfermarkt ist ein Portal, was den Marktwert macht von Fans. Also Fans machen diesen Marktwert, die bestimmen. Hast du völlig recht, Marvin, auf jeden Fall. Und das mögen Fans sein, die ein gewisses Inside-Wissen haben, das ist natürlich durchaus irgendwo legitim, aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Also der Marktwert wird nicht durch transfermarkt.de aufoktroyiert und gilt nicht universell. Und so muss man das halt auch sehen. Das mag für den deutschen Markt noch wesentlich besser funktionieren, als es für ausländische Märkte gilt. Und im japanischen Bereich ist es da nochmal eine ganz andere Sache. Wie viele Fans wissen dementsprechend über den ein oder anderen Breakout-Star? Insofern ist es ein Richtmaß. Die Eintracht hat relativ viel Geld in die Hand genommen, da würde ich dir trotzdem zustimmen. Aber es behandelt das alles noch in einem Maße, wo du sagst, mit 1,6, da kann man auch mal eine Fehlleistung tolerieren. Ja, wollte ich gerade sagen, ich
glaube, wir müssen diese 1,6 halt auch in die heutige Zeit reinrechnen. Also das ist ja heutzutage echt fast gar nichts mehr. Du zahlst ja schon 1,6 Millionen wahrscheinlich für einen Zweitligaspieler oder teilweise vielleicht sogar für Drittligaspieler. Ich würde gerade sagen, das zahlst du wahrscheinlich schon. Und der ist auch noch 20, das darfst du nicht vergessen. Also du zahlst dann wahrscheinlich, selbst wenn so ein Marktwert jetzt gefühlt bei 700.000 Euro liegt, dann zahlst du für einen 20-Jährigen natürlich nochmal was drauf, weil du natürlich auch in die Zukunft hoffst und da so ein bisschen auch die Erwartungen mitbezahlst. Und was man so liest und hört von ihm, und er hat ja jetzt auch schon mal gespielt und hat die Bälle eigentlich ganz gut verteilt, er liest sich das gut an und sah auch teilweise gut aus. Ich denke, dass wir da kein Risiko eingehen, ehrlich gesagt, weil Marvin hat es gesagt, selbst wenn der jetzt ein Totalausfall wird, meine Güte, du musst es ausprobieren, weil wir haben begrenzte Mittel und dann ist es mir lieber, dass wir 1,6 Millionen für einen solchen Spieler ausgeben, wo nach oben hin auch keine Grenzen sind, als ein vergleichbaren Spieler wie, ich tut mir immer leid, dass ich ihn nochmal nenne, aber so ein Injovski, da weißt du, okay, du zahlst gleich einen ähnlichen Preis. Ja, du weißt aber auch, dass der niemals mehr als, also der wird seinen Marktwert nicht verzehnfachen, Injovski, das weißt du schon. Bei Kamada könnte das sein. Also, weiß man nicht. Also, Kagawa hat damals, glaube ich, 350.000 Euro gekostet, wenn er technisch gut ausgebildet ist und die Bälle so weiter so gut verteilt, wie er es gegen Seattle gemacht hat, dann bin ich da sehr positiv. Ich glaube, es war auch ein 4-Jahres-Vertrag oder was haben wir mit dem sogar gemacht? Also war, er ist auch lange gebunden. Ja. Das ist natürlich eine feine Sache. Bis 21, deshalb vollkommen bin ich richtig. Voll auf eurer Seite. Also das ist natürlich jetzt einfach mal testen, gucken, und wenn er wirklich gar nichts bringt, kann man ja auch wieder verkaufen und bekommt wahrscheinlich auch annähernd den Wert. Wie ihr vorhin schon gesagt habt, heute bezahlt man einfach für einen Spieler in dem Alter, der eventuell noch Potenzial hat. Wirst du nie unter wahrscheinlich einer Million bezahlen. Ja, also der Markt ist da ja total absurd geworden in letzter Zeit. Aber es ist halt so, die Eintracht ist an diesen Spieler herangetreten, dass überhaupt der Name gefallen ist, zeigt ja, dass irgendwie schon eine gewisse Vorrecherche entstanden ist. Also du kommst nicht auf ungefähr auf so einen Spieler, der noch dazu noch bei einem relativ uninteressanten Verein spielt. Ne? Sagan Toso war jetzt kein Verein, der jetzt irgendwie Wellen geschlagen hat. Und wenn du dann als Eintracht Frankfurt auf so ein Spiel aufmerksam bist, dann heißt das schon, dass da ein bisschen Scouting vorherrscht hat. Insofern bin ich einfach relativ positiv. Wir sollten ihm die Chance geben. Und wie gesagt, für 1,6 Millionen für einen Offensivspieler ist es durchaus akzeptabel. Genau, weitere Verstärkung, die knapp vor der USA-Reise sich anbahnte und ja dann auch die letzten Tage dann auch finalisiert wurde, ist eine Verpflichtung aus den oder eines niederländischen Spielers, Jonathan de Guzman, falls man das so ausspricht. Ja. Ablösefrei, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, zentraler Mittelfeldspieler. Den hatte man schon öfters mal irgendwie, zumindest so am Rande mal irgendwie mitgekriegt. Ja, de Guzman hat ja auch einen sehr bekannten Bruder gehabt, der einige Jahre älter ist und der auch den ein oder anderen Erfolg gefeiert hat. Julian de Guzman, der mittlerweile, glaube ich, Co-Trainer in Kanada fungiert, auch davor. Amerika. Bei Ottawa Fury, genau. Ja. Und davor halt aber auch bei Deportivo La Coruña zum Beispiel mal gespielt hat oder bei Hannover 96, davor bei Saarbrücken. Also ist schon ein Spieler, der schon in der Bundesliga auch Erfahrung gehabt hat und auch da das ein oder andere Spiel gemacht hat. Also ist schon ein ziemlich guter Spieler gewesen, sein Bruder. Er dementsprechend jetzt ein bisschen jünger spielt, nicht im defensiven, sondern im zentralen Mittelfeld. Auch ein Spieler, der aber auch schon seine, wie soll ich sagen, Meriten verdient hat. Ja, also international viel unterwegs gewesen. Mich wundert ein bisschen die Tatsache, dass er eigentlich jedes Jahr irgendwo andersrum getorkelt ist. Hat ja teilweise auch absurde Ablösesummen eigentlich, hat er nicht eingesteckt, aber erzielt, um es mal so zu sagen. Ja, wenn ich mich an den Transfer erinnere, als er mal eine sehr, sehr gute Saison bei Real Mallorca hatte und dann zu Villarreal gewechselt ist für sage und schreibe 8 Millionen. Das konnte dann nicht mehr in der zweiten Saison bei Villarreal, konnte das nicht mehr irgendwie bestätigen. Ist dann zwischenzeitlich zu Swansea ausgeliehen worden. Naja, und zuletzt war er halt beim SSC Neapel nach mehreren Leihen. Wichtig ist für ihn halt, 29-jährigen Spieler wieder zu alter Form zurückzufinden. Ich weiß halt nur nicht, wo er sich bei der Eintracht sieht, denn als zentraler Mittelfeldspieler fehlt mir ein bisschen die Vakanz. Ich meine, wir werden gleich noch darüber sprechen und die ewige Leier jetzt des defensiven Mittelfeldspielers mit uns herumtragen. Aber im zentralen Mittelfeld habe ich jetzt eigentlich keinen Bedarf gesehen. Ja, also ich habe, als die Gerüchte rauskamen, vorab schon getwittert, dass ich sehr feiern würde, wenn er kommt, weil ich
ihn zu der Zeit, die der Marvin da beschrieben hat, habe ich ihn auch so ein bisschen verfolgt und ich mochte ihn als Spieler. Er ist irgendwie so ein unbekümmerter Spieler, auch ein cooler Typ und ziemlich gute Technik und Übersicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn gut. Also ich finde auch, ich würde ihn als, also ich habe ihn immer so im Kopf gehabt als Achter, ehrlich gesagt. Das ist so diese Position, die ich auch eigentlich bei der Eintracht auch als, ja, also ich könnte mir zum Beispiel eine Doppelsechs mit Mascarell und ihm vorstellen, dass er Mascarell halt ein bisschen mehr nach hinten absichert und er davor. Müsste man sehen. Also ich glaube, der Marvin hat ja gemeint, dass er ihn eher als Zehner vielleicht sieht. Ich sehe ihn eher als Achter und da könnte man, je nachdem wie das System aussieht, könnte ich ihn zumindest zu den defensiven Mittelfeldspielern zählen. Dass er natürlich dann von den defensiven Mittelfeldspielern die offensive Position einnimmt, ist sowieso klar. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass er im zentralen Mittelfeld neben einem defensiveren Sechser spielen kann und das würde ich sehr feiern. Es ist natürlich schon eine Zeit lang her, als er aufgetrumpft hat, aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, würden wir ihn auch nicht kriegen. Das muss man bei der Eintracht leider immer wieder dazu sagen. Also ein De Guzman in seiner Topform, zu der Zeit, die der Marvin beschrieben hat, den hätten wir nicht bekommen, weil er damals schon für 8 Millionen gewechselt ist. Und ja, er hat dann wahrscheinlich ein paar Leihen jetzt, hat so vielleicht einen kleinen Knick drin, war aber immerhin auch im Kader 2014 für die holländische Nationalmannschaft. Also es gibt mit Sicherheit schlechtere Spieler und es gibt mit Sicherheit höhere Preise. Also ich finde das Ganze alles in allem gut und von daher, ich feiere das sehr. Und er ist auf jeden Fall ein Kandidat für eine Trikotbeflockung nächstes Jahr bei mir. Aber gut, das hat eher persönliche Gründe, als dass ich sagen würde, der neue Star ist jetzt hier angekommen. Wie sieht das denn aus? Ich hatte nämlich noch gelesen, er könnte auch im linken Mittelfeld spielen, auch durch seine, sag ich jetzt mal, eher beschränkte Körpergröße. Ist er denn schnell? Oder ich muss wirklich sagen, ich habe ihn ich weiß gar nicht, was für ein Artikel ich das gelesen hatte, eben, dass er auch individuell einsetzbar ist. War zwar, glaube ich, hauptsächlich die Sprache vom zentralen Mittelfeld, meine aber auch über linke Mittelfeld und auch irgendwas von wegen relativ schnell, reduzierte Körpergröße und so weiter. Habt ihr da noch irgendwie Informationen drüber, ob da das auch noch eine Möglichkeit wäre? Weil da fehlt es uns ja teilweise dann schon. Das haben wir ja auch bei der letzten Sendung schon thematisiert. Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass er da vielleicht auch eingesetzt wird, wenn wirklich er eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt. Weil technisch versiert ist er ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch eine Möglichkeit also, wäre. Also, ja, er hat schon eine gewisse Grundständigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie, also ich fand jetzt seine, also natürlich ist es jetzt kein Spieler, den ich über 34 Spieltage in der letzten Saison verfolgt habe. Ne? Deswegen ist es natürlich schwierig, jetzt ein absolutes Urteil zu fällen. Aber ich fand seine, also die Flanken, die ich von ihm gesehen habe, nicht immer so grandios. Nee. Muss aber sagen, dass er schon eine relative Schnelligkeit hat und du kannst ihn schon auf dem linken Mittelfeld spielen lassen. Das funktioniert schon. Also er ist definitiv jemand, den du zumindest ausschussweise im linken Mittelfeld irgendwo agieren kann. Das definitiv. Ja, auch nicht so schlecht. Okay, gut, nee, danke schön. Er hat eine gewisse Variabilität, also sowohl im Offensiven wie auch im Zentralen, was der Basti eben angedeutet hat, und halt noch zusätzlich im linken Mittelfeld. Also es geht schlimmer. Es gibt Spieler, die wesentlich weniger positionierbar sind und da ist er ein Allrounder. Es ist natürlich auch eine super gute Sache. Du machst halt hier nichts verkehrt. Wir haben ja eben angesprochen, dass er ablösefrei ist. Das ist jetzt nicht so, als würde die Eintracht jetzt unglaublich in eine Schuldenfalle tappen mit Julian de Guzman. Nein, es passiert nicht. Also Jonathan meine ich. Das ist eine absolut solide Verpflichtung und die Eintracht kann froh sein, dass er jemanden gefunden hat, der ihn nicht nur in der Kaderbreite weiterhilft, sondern bestimmt auch, wenn es ein bisschen knifflig wird. Perfekt. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sollten wir nochmal rausstellen, dass wir ihn quasi auf 4 Positionen einsetzen können. Du kannst ihn in der offensiven Dreierreihe quasi überall hinstellen und dann auch noch vielleicht ein bisschen zentraler hinten dran auf die 8 dann. Je nachdem, was Kovac auch für ein System spielen will. Und weiß ich jetzt noch nicht. Aber du hast auf jeden Fall, wie gesagt, einen Spieler, der nicht auf eine Position festgelegt ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wie wir auch gesehen haben, wenn wir Ausfälle haben. Da habe ich dann lieber einen De Guzman auf der Bank, zu sagen, okay, der ersetzt jetzt XY als, ja, das nenne ich ihn schon wieder, aber es gab auch Zeiten, hat Iniowski dann linkes Mittelfeld gespielt. Und da hast du dann gesehen, okay, die Kaderbreite stimmt überhaupt nicht. Und letztes Jahr hattest du auch das Gefühl, dass der ein oder andere, wie Favre es immer so schön genannt sagt hat, polyvalenten Spieler hast, wo du dann keine Bauchschmerzen hast, wenn er da spielt und der nicht komplett positionsfremd ist. Und wenn du da jemanden hast, der im Mittelfeld theoretisch gesehen alles spielen kann, ist das schon sehr gut und für 0 Euro. Also das ist schon eine herausragende Verpflichtung, um jetzt mal Marvins Adjektiv zu klauen. Mhm.
Ja, dann hatten wir auch noch so ein paar unschöne Sachen. Das andere jetzt hier gerade mal noch mit reinschreiben. Es war ja dieser Confed Cup und da waren ja auch einige Spieler von uns unterwegs und wie sollte es nicht so anders sein? Hagelt ist auch schon wieder so ein bisschen Verletzte. Der Herr Salcedo hat sich verletzt und wird wahrscheinlich erst irgendwann Richtung September wiederkommen, hat eine Schultergelenkssprengung. Ja, und ist blöd. Vorhin lief es durch den Ticker durch. Mascarell muss jetzt 3 Monate nach seiner Verletzung jetzt wohl dann doch an der Achillessehne operiert werden. Ist dann auch fraglich, wie lange das dann jetzt noch dauert. Ja, bis Oktober. Das nervt halt, ja. Also ja, bis zur Rückrunde. Also. Ja. Geht schon wieder gut los. Ja, wir haben hier ein massives Problem. Also ich denke, das darf man auch nicht wegreden. Die Eintracht hat hier ein absolut grandioses Problem. Grandios im negativen Sinne, dass jetzt uns wieder Spieler ausfallen. Du hast in der Innenverteidigung Salcedo, der nicht spielen kann. Das heißt, hier musst du nochmal für einen Ersatz sorgen. Und im defensiven Mittelfeld ist es absolut dramatisch, dass Mascarell jetzt ausfällt, weil er irgendwie, was weiß ich, davor irgendwie alternative Behandlungsmethoden bekommen hat. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie gedacht, okay, wir beschwören jetzt hier mal die Globuli oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das alles für Rotz gewesen. Das hättest du vielleicht auch früher machen können. So fehlt er uns bis Oktober. Das ist echt mega beschissen. Und die Eintracht muss jetzt sehen, dass sie auch da nochmal nachbessert. Deswegen, also, wir werden ja gleich drüber sprechen, aber das ist echt unglaublich ungünstig, die ganze Situation. Ja, ich bei Mascarell, ja, wie formuliere ich das jetzt? Beim Mascarell, ich hatte ihn innerlich eh schon eigentlich, ich habe ihn eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, eigentlich, okay, wenn der fit ist, dann macht Real von seinem Rückkaufsrecht Gebrauch und dann ist er sowieso weg. Also davon bin ich eigentlich zu 100% ausgegangen. Deswegen trifft mich sein Ausfall eigentlich gar nicht so hart. All die, weil ich denke, lieber einen halben Mascarell als gar keinen, weil das dadurch, dass er jetzt so verletzt ist, ja, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er überhaupt noch hier bleibt, ehrlich gesagt. Und das sehe ich ein bisschen positiver dann, aber nichtsdestotrotz hat der Mann recht, du musst es dann trotzdem so behandeln, als wenn er weg wäre, weil du weißt auch, diese Verletzungen sind auch Verletzungen, ja, er hat jetzt schon 3 Monate pausiert, dann wirst du operiert, das sind aber keine, wo du eine genaue Ausfallzeit sagen kannst. Also es gibt Spieler, die schleppen diese Achillessehnenkram ewig mit sich rum. Ich glaube, Peter Niemeyer hatte mal was Ähnliches und dann, da ich einen Freund von mir, der mit ihm eng in Kontakt ist, hat mir auch gesagt, das ist eine Sache, die, ja, da wird von Tag dann wird es wieder nicht besser und keiner weiß warum. Ja, ich würde damit rechnen, dass der Zurückrunde wieder eine Alternative ist und dann ist ja auch schon eine halbe Saison rum. Also das heißt, du kannst mit Mascarell, du kannst ja nicht dich im Winter retten und dann hoffen, dass Mascarell wiederkommt, sondern du musst die Basis jetzt aufbauen und dir fehlen 2 Pfeiler jetzt schon. Ihr habt gesehen, was in der letzten Saison passiert ist, als uns die Pfeiler weggebrochen sind, mit Hasebe und Vallejo zum Beispiel, wie viel Instabilität das verursacht hat. Und es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil das Budget wird ja auch nicht größer dadurch. Du sparst dir vielleicht bei Mascarell jetzt das Gehalt, bei Salcedo auch, aber du kriegst ja keinen Transfererlös dafür. Das heißt, du musst die gleichwertig ersetzen, zumindest für die komplette Hinrunde, weil bei Salcedo rechne ich auch nicht damit, dass er in der Hinrunde nochmal großartig auftaucht. Nee, ja, und dann hast du quasi, das ist ja eigentlich für uns, in meiner inneren Kaderplanung, sind das eigentlich 2 komplett feste Achsen gewesen. Ja. Er mit Abraham zusammen in Innenverteidigung und Mascarell plus Mr. X im defensiven Mittelfeld. Das wären eigentlich meine Top-Player gewesen. Also der Top-Innenverteidiger und der Top-defensive Mittelfeldspieler sind schon vor der Saison für die Hinrunde weg. Das ist für einen Verein wie uns, der eh nur begrenzte Mittel hat, echt übel. Das ist richtig übel und ich hoffe nicht, dass uns das in der Bundesliga, die eh schon stärker geworden ist durch die Aufsteiger und Absteiger, dass uns das um die Ohren fliegt. Ja, bin ich voll bei dir, Basti, ja. Also das Problem ist ja auch, ihnen fehlt die komplette Vorbereitung. Du musst dann auch ins Mannschaftsgefüge zurückkommen. Also wie ihr schon richtig sagt, wenn der jetzt mal 3 Monate nochmal ausfällt, der würde er mitten in der Vorrunde sozusagen, in der Hinrunde, würde er erst wieder ins Mannschaftstraining oder sowas dann einsteigen. Also es ist schon schwierig. Und dann, ich hoffe ja, dass wir jemanden verpflichten, der eventuell dann auch den Stammplatz an der Stelle erstmal inne hat und das ein Omar Mascarell insbesondere an der Position sich dann bis in die
ja, bisschen die Wintervorbereitung, muss man eigentlich sagen, dann erstmal wieder regenerieren kann, damit er auch nicht ständig wieder sowas aufbricht. Ihr habt es schon gesagt, das ist so eine Verletzung, ja, wo du sagst, ach, das kann ja jetzt, der spielt eine Woche, dann ist, fängt er eine Woche zu früh an und dann hat er es gleich wieder. Das bringt uns ja alles nichts. Bin auch schon dafür, es ist, einerseits ist es auch gut, dass jetzt so früh passiert ist und nicht jetzt wirklich am ersten Tag, kurz vorm Spieltag sozusagen oder nach dem ersten Spieltag, so haben wir jetzt die Zeit, wir können reagieren. Ich hoffe auch, dass die Verantwortlichen das sehen und entsprechend auch handeln und nicht, dass wir jetzt wieder sagen, oh, naja, die Spieler, ach, Köln, der ist doch in 4 Wochen wieder fit, dann kann er wieder ins Mannschaftstraining, das packen wir schon. Allein die fehlende Vorbereitung, allein die fehlenden Mechanismen, diese Automatismen, die du brauchst, die da eingespielt werden, insbesondere so eine vakante Position und wichtige Position wie die Sechserposition oder generell das defensive Mittelfeld, da brauchst du einfach funktionierende Automatismen. Und wenn der Spieler das überhaupt nicht mitmachen kann, der kann zwar jemand, wenn du da jemanden stehen haben, kann er natürlich dann wieder mitspielen, weil die Qualität hat er, aber du brauchst jemanden, auf den erstmal das System aufbauen kann und kannst nicht sagen, okay, dann improvisieren wir jetzt ein bisschen und stellen Gasinovic oder so einen Wahnsinnigen dahin. Das ist kein gleichwertiger Ersatz und der kann niemals eine Saison oder eine Hinrunde dann die Qualität bringen, die wir da brauchen. Da bin ich voll auf eurer Seite. Es ist echt, also umso länger ich darüber nachdenke, umso bitterer ist es tatsächlich, weil wir haben ja den Spieler der Saison gewählt, da habe ich ja unter anderem ihn gewählt. Es ist meiner Meinung nach unser bester Mittelfeldspieler. Und dadurch, dass er jetzt nicht da ist, ich weiß aber auch, dass die Eintracht nicht in der Lage ist, ihn zu ersetzen, mit was für einem Geld sollen wir das machen. Es ist ja nicht so, dass er gegangen ist und wir haben 4 Millionen für ihn kassiert und investieren jetzt, sondern er ist noch da. Und ja, ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, weil wenn du jetzt Geld investierst in diesen Sechser, den wir eh haben wollen, dann machen wir uns nichts vor, ich will den trotzdem noch, selbst wenn Mascarell fit gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, eigentlich, wir warten schon seit 2 Jahren darauf, aber dann, ja, ich weiß halt nicht, wer das sein soll, ehrlich gesagt, und die erste Elf von Eintracht hätte sich echt gut, also die würde sich echt gut lesen, wenn wir so eine Aufstellung machen würden jetzt mit den Spielern, die da sind und vorausgeht, ist keiner mehr verletzt. Ja, aber jetzt hast du schon ganz viele rote Kreuze da drin und noch keine Spieler, die ersetzen können, weil die Spieler, die bis jetzt geholt werden, die sehe ich alle so, ja, der Guzman könnte mal auf der 6 spielen, aber es ist jetzt nicht der, wo ich sage, ja, auf jeden Fall. Fernandes ist auch ein solider Spieler, mit denen wirst du auch 5 Spiele überbrücken. Du könntest 5 Spiele spielen mit Fernandes und Gacinovic auf der 6, das ist klar. Dann macht der Guzman, hilft vielleicht noch ein bisschen aus, ist alles in Ordnung. Aber wir haben ja immer davon geredet, dass wir irgendwann mal eine Basis legen wollen und. Hallo? Da war die Basis weg. Okay. Ja, natürlich kannst du mit den Spielern irgendwie so 4, 5 Spiele irgendwie machen, aber es ist ja, also für mich ist da schon ein beachtlicher Unterschied zwischen, ich kann das irgendwie notgedrungen machen und ich hätte gern ein stabiles Mannschaftskonstrukt, auf dem ich vielleicht auch wirklich mal sauber in die Saison starten kann, weil du wirst ja dann bis kurz vor Ende der Hinrunde nicht mit einer wirklich gewollten Startelf da irgendwie auflaufen, sondern es wird wieder so ein Gefrickel sein, mit dem du dich von einem Spiel zum anderen irgendwie durchhangelst und das ist ja das eigentlich Traurige dabei. Ja, das ist genau das große Problem. Also die Eintracht, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr skeptisch, was das Ganze anbelangt aktuell. Ich sehe den Kader und verstehe das und ich weiß, dass aber immer noch sehr, sehr viele Positionen vakant sind. Wir werden ja gleich noch auf andere potenzielle Dinge zu sprechen kommen, aber wenn ich sehe, dass allein, wir können ja mal vorne anfangen, allein die beiden Ersatztorhüter sind momentan verletzt. Ja, ich meine, da fängt es ja schon an. Du holst einen neuen Torhüter, der ist gleich verletzt, der andere, der Jugendtorhüter, ist auch nicht fit. Dann hast du der Innenverteidigung verletzt, dann hast du im defensiven Mittelfeld verletzt und dann zieht sich alles. Meier, was ist los mit der Personalie Meier? Das ist auch scheiße. Ja, ich meine, natürlich ist er 34 Jahre alt, aber das hilft uns doch auch alles nicht weiter. Das natürlich hilft uns nicht, nein. Nein, das ist alles Problem und du weißt auch nicht, was mache ich denn? Habe ich jetzt die Eier in der Hose und sage, Meier, weißt du was? Alles gut und schön, aber du kannst die Dinger auch an den Nagel hängen. Wir müssen uns jetzt anderweitig positionieren, was der Fall ist, was du auch machen musst. Aber da passiert zu wenig. Du musst jetzt wirklich mal ein Spielkonzept entwickeln und die Eintracht taumelt von einem neuen Spieler zum anderen. Gleichzeitig werden andere Spiele abgegeben, aber da erkenne ich halt aktuell noch kein System dahinter. Ich glaube, dass zum Beispiel jemand wie Luka Jovic schon mit System geholt wurde, wo ganz klar war, den holen wir, weil wir ein Konzept mit dem verfolgen. Den holen wir, den haben wir lange im Blick gehabt. Dani da Costa ebenso. Das sind 2 Spieler, wo ich sage,
Sebastian Allais natürlich auch, sonst hättest du den so früh nicht geholt. Aber alles andere ist für mich relativ wie bei Fußballmanager 2014. Wir gucken mal, was auf dem Markt verfügbar ist, was kriegen wir einigermaßen günstig, was irgendwie laienmäßig an uns abfallen könnte. Und genauso, da drücke ich jetzt halt auf Verpflichten. So, also so genau so. Und ich, also da habe ich echt meine Probleme mit. Und ich erkenne halt kein System daran. Und momentan, momentan sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Ich weiß nicht, also ich, natürlich bin ich jetzt sehr, sehr pessimistisch, aber für mich ist da momentan noch vieles im Argen. Ja, ich weiß nicht, grade, wie lange war ich noch zu hören eben? Wie lange war ich noch zu hören? Oh, das war relativ früh abgebrochen. Ja. Okay, nee, weil im Endeffekt ist es ganz lustig, weil ich hätte das Gleiche gesagt wie der Marvin, habe ich noch, als ich noch nicht gemerkt habe, dass ich weg bin, habe ich ja weitergeredet. Ja. Auf jeden Fall habe ich nämlich genau das gesagt, die Eintracht muss ein System finden, wo im Endeffekt die Einzelspieler fast egal sind. Also ich erinnere da an Mannschaften wie Mainz zeitweise, wo du weißt, okay, jeder Spieler weiß, was zu tun ist, wenn ein Spieler ausfällt, weiß aber, danach kommt auch, was zu tun ist. Weil genau das, was der Marvin gesagt hat, das habe ich auch so ein Gefühl. Du hast 2, 3 punktuelle Verpflichtungen, wo du sagst, ja, geil, wirkt wie von langer Hand vorbereitet, Haller und Jovic, wo du denkst, okay, da haben die sich was bei gedacht, aber jetzt mittlerweile ist es so, das habe ich ja auch schon bei Mascarell jetzt vorhin gesagt, ich würde gerne das System wissen, dann könnte ich es viel leichter beurteilen. Wenn wir das gleiche System spielen, wie immer mit der Fünferkette, dann müsste man ja dann mal anfangen, die Spieler zu verteilen. Und dann weiß ich nicht ganz genau, wie der Plan ist. Ob Hasebe dann wieder der Libero sein soll, dann wäre er ja quasi im defensiven Mittelfeld nicht mehr zur Verfügung. Es wäre ganz interessant. Auf jeden Fall, die Sache ist echt, ich wünsche mir genau wie der Marvin, dass die Eintracht ein System entwickelt, wo man weiß, die Eintracht steht für dieses System. Und selbst wenn es das ist, was wir die ganze Zeit jetzt gespielt haben mit Fünferkette, dann weiß ich das. Dann würde ich aber auch gerne, dass die Verpflichtungen danach ausgerichtet sind. Also dann würde ich gerne wissen, okay, wir haben jetzt Spieler XY, aber momentan habe ich das Gefühl, wir haben zum Beispiel für die Fabian-Position haben wir 3 Spieler. Wo ich mir dann denke, ja, Digga, dann hol doch erstmal lieber einen Sechser, bevor du für die Zehner-Position noch den dritten holst. Keine Ahnung, wir werden es im ersten Spieltag sehen und werden im Laufe der Saison sehen, aber momentan fühlt sich das für mich auch so an, wie der Marvin es formuliert hat, so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen dieses, was ich ganz am Anfang Angst hatte. Bei Bobic hat vieles gut gemacht. Die Eintracht hat dieses Jahr ganz viele Sachen richtig gemacht und besser, als ich befürchtet hatte. Aber so ein bisschen ist das dieses, wovor ich dann Angst hatte, wenn er kommt, ehrlich gesagt. Genau, und das Schlimme ist, ich will das noch niemandem negativ zuschreiben. Ich erkenne die Zwänge, in denen die arbeiten. Ich erkenne die Notwendigkeiten, die sie gleichzeitig aber auch formulieren, die sie haben. Aber trotzdem ist mir klar, dass die Eintracht in der aktuellen Verfassung, ehrlich gesagt, auch wenn es negativ formuliert ist, maximal gegen den Abstieg spielen kann. Ja, ich glaube, erkenne, da müssen wir uns auch... Ja. Ja, genau. Ja, erzähl ruhig weiter. Wie siehst du es? Ich glaube, damit müssen wir uns tatsächlich auch beschäftigen. Also ich habe viele gehört, die sagen, ja, Eichel hat Tabellenplatz. Ich glaube, wenn man die Bundesliga durchgeht und jetzt mal Ingolstadt und Darmstadt sind weg, dafür sind 2 zahlungskräftige Vereine wieder dazugekommen. Ich glaube, die Eintracht muss erstmal tatsächlich darauf Acht geben, nicht unten reinzurutschen, weil außer Augsburg und vielleicht Mainz fallen mir keine Vereine an, wo ich sagen würde, okay, die hängen wahrscheinlich unten drin. Genau der Punkt. Ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht so schwarz gesehen, aber da bin ich ausnahmsweise mal anscheinend eher dann der Optimist. Ich habe eigentlich den Markt, wir wissen ja, wie schwierig der Markt ist und wir wissen auch, dass nicht viel Budget da ist. Wenn du natürlich die Chance siehst, bei einer Verpflichtung zuzugreifen, die sich gerade anbietet, wenn auch die Position jetzt nicht so vakant ist, dann sollte die Eintracht da zuschlagen. Jetzt ist natürlich ein Problem gibt es dabei natürlich. Darfst dabei natürlich nicht vergessen, die Positionen trotzdem zu besetzen, die du besetzen musst. Also sprich, haben wir ja schon drüber gesprochen, Innenverteidigung, sprich unbedingt defensives Mittelfeld. Aber wir haben noch Zeit. Es ist, wir haben diesmal ja wirklich relativ früh. Es ist, finde ich, völlig untypisch für die Eintracht, dass so früh schon so viele Transfers gelaufen sind, doch Bewegung drin ist. Ich bin immer noch in diesem Rhythmus. Ach, früher war das ja immer, da wird bis zur letzten Minute gewartet. Da habe ich auch fast immer gekotzt. Genau, habe ich immer gekotzt, habe gedacht, jetzt wird die Resterampe wieder ausgepackt, erstens. Und zweitens, noch schlimmer, die Mannschaft hat überhaupt keine Zeit, sich einzuspielen. Und ja, das ist doch eigentlich die Chance für so eine Mannschaft wie die Eintracht. Die müssen vorab, und deshalb hoffe ich, dass da jetzt noch ein paar Transfers auch relativ schnell nachkommen auf den Positionen, wo wir es brauchen. Es muss eine eingespielte Mannschaft sein, ab Spieltag 1 oder am besten ab
der DFB-Pokal, die müssen spielen, da muss ein System erkennbar sein, das wird gespielt, die ersten 5 Spiele, und dann haben sich die anderen vielleicht auch eingestellt drauf, da musst du wieder ein bisschen variieren, aber dann hast du schon mal aus den ersten Spielen ordentlich Punkte, weil viele Mannschaften haben das Problem, dass sie noch nicht eingespielt sind. Viele Mannschaften experimentieren noch, bei vielen ist noch nicht klar, wer geht, und so kurz vor Schlusswechsel sind ja auch nicht ungewöhnlich. Dementsprechend, wenn du die Möglichkeit hast, diese Situation auszunutzen und selbst dich frühzeitig so aufzustellen mit einer Mannschaft, die dann wirklich auch ein System verfolgt und im Endeffekt auch Spieler hast, die über eine Runde hin das spielen könnten. Natürlich musst du immer ein bisschen variieren, weil Systeme, wenn erkannt von den anderen Gegnern, dann wisst ihr auch, also es funktioniert ein paar Spiele, dann funktioniert es nicht mehr. Aber das musst du doch ausnutzen, weil diese Punkte kann dir dann keiner mehr nehmen. Und dann, denke ich, sprechen wir auch nicht von der Situation, wir spielen gegen den Abstieg hinten, sondern wenn du frühzeitig deine Punkte holst, denke ich, ist realistisch wieder eine Tabellenposition wie letztes Jahr. Ob es wieder so einfach wird, oben eventuell noch mitzuspielen, weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, dass sich unten die Plätze, ihr habt völlig recht, die Aufsteiger sind gefährlich und so weiter und so fort. Trotzdem, ich denke schon, dass du, wenn du einigermaßen System hast, dass du wirklich dann auch verfolgst und weitermachst, bin ich auch voll dabei, dass wir wieder diesmal einen einstelligen Tabellenplatz da erreichen können. Da will ich dich aber fragen, wie siehst du denn dann die potenziellen Abgänge noch? Denn ich glaube, eigentlich in logischer Konsequenz müssten wir sagen, wenn wir eine einigermaßen eingespielte Mannschaft haben wollen, dürften wir eigentlich jetzt auch keinen mehr abgeben. Hm. Also ich meine dann Otschepka oder selbst Radetzky, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, das sind alles so Optionen, die zusätzlich das Konstrukt nochmal wanken lassen würden. Bin ich auch, also ich muss sagen, wenn der Preis stimmt, musst du sie abgeben. Also wenn du 10 Millionen für einen Radetzky bekommen kannst, nimm sie. Wenn du 5 Millionen für einen Otschepka bekommen kannst, musst du eigentlich auch sagen, ja, weil mehr ist er im Endeffekt wirklich nicht wert und du kriegst für 5 Millionen wahrscheinlich, na, obwohl Linksverteidiger immer schwierig. Also muss man natürlich sagen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Natürlich würde ich gerne die Mannschaft so sehen und einfach zustücken. Ich bin aber auch der Letzte, der sagt, okay, haltet sie so lange fest, wie es geht, lasst dann die Verträge auslaufen und nächstes Jahr müsst ihr sie eh für lau weggeben. Das wäre ja auch idiotisch. Es ist schwierig, Marvin, ich bin voll auf deiner Seite, dass du da einen Spagat hinlegen musst, der sehr, sehr schmerzhaft ist, aber ja. Im Endeffekt ist es schon so. Ich würde gerne mit einem Radetzky spielen, wenn er endlich verlängern würde. Ne, da würde ich gerne die neue Runde und auch weitere Runden mit ihm spielen. Ich würde auch gerne mit Otschepka, wenn er wieder an diese Leistung vom letzten Jahr ranreicht, würde ich auch gerne mit Otschepka spielen. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass Otschepka auch diese Leistung über mehrere Saisons jetzt abliefern kann. Dementsprechend denke ich schon, dass das ein Transfer ist, den kann man ruhig machen. Und er scheint ja auch in relativ trockenen Tüchern schon zu sein. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Mhm. Ja, wie seht ihr das? Also ich hatte ähnliche Befürchtungen wie der Marvin, zu sagen, okay, wir haben jetzt viele eingekauft, aber irgendwie gehen jetzt auch noch ein paar, weil ja immer wieder gesagt wird, wir müssen jetzt anfangen, Geld zu machen. Also es war ja immer dieses, der Eintracht muss neue Wege gehen und wir werden keine Spieler mehr ablösefrei gehen lassen, bla bla bla, und wir werden Ablöse generieren. Ja, aber wer soll das jetzt sein? Also gut, über Chip gab die geredet, aber wen gehen wir denn noch ab? Gacinovic, Fabian? Wer könnte uns noch ein bisschen Geld bringen? Also, keine Ahnung. Und wenn wir dann noch einen gehen lassen, dann werden die Baustellen ja noch größer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke aber, wir sollten keine Leistungsträger dabei gehen lassen, sondern wirklich Spieler, die eh nur die Bank voll machen und sozusagen, ja, auch wenn, ja, das dann ablösefrei gehen lässt. Aber, ne, aber dann hast du ja aber keinen, dann hast du ja wieder dann kein Geld gemacht. Das Ding ist ja, wir hatten eingangs letzter Saison, haben wir darüber gesprochen, dass man denkt, na, mit diesen vielen Leihen ist halt auch ein bisschen blöd, weil du nur bei der Hälfte deiner Spieler die Marktwerte, die du selber generierst, sag ich mal, dann auch bekommst. Und weil Vallejo haben wir entwickelt, der ist jetzt umsonst weg. Mascarell hätten wir nicht viel dran verdient. Ja, bei Gacinovic habe ich jetzt leider in diesem Football-Leagues-Buch gelesen, da hätten wir auch nicht viel von, wenn wir den verkaufen würden. Ja, genau, ja. Und ja, was machst du denn jetzt? Weil scheinbar brauchen wir auch noch ein bisschen Geld, um uns in der Breite oder an der einen oder anderen Stelle noch zu verstärken. Ich sage euch ganz ehrlich, den einzigen, den ich sehe, aus dem du noch gerade Geld machen kannst, ist Marco Fabian, ehrlich gesagt. Oder Barkok, finde ich. Das ist noch jemand, den könntest du gut für Geld. Er hat leider meiner Meinung nach nicht die Leistung gebracht, die wir uns erhofft haben. Aber genau deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gerüchte stimmen, weil Arsene Wenger ist so lange im Geschäft, der wird einen Teufel tun und für einen Barkok so viel Geld rausblasen. Glaube ich niemals. Ich glaube, wir beobachten den.
das hat sich irgendwie verselbstständigt, das Gerücht. Ich glaube natürlich, dass er in den einen oder anderen Laptop drin ist, weil er auch Uden 19 Nationalspieler ist, klar. Er hat auch gut, der ist auch gut gestartet, aber ich glaube nicht, dass die Eintracht ihn für 7 bis 8 Millionen jetzt verkaufen kann. Das halte ich leider für eine Illusion. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich es auch machen. Ich würde das auch machen, was der Dennis gesagt hat. Ich würde Oczipka für 5 Millionen sofort abgeben, weil du bei ihm nie die Garantie hast. Ich würde auch Chandler abgeben, wenn einer sich melden würde. Und ich würde Barkok auch abgeben, wenn einer wirklich 7 bis 8 Millionen bietet. Bei Fabian würde es bei mir auf die Summe ankommen. Aber ansonsten will ich nämlich gar keinen mehr abgeben. Und beim Torwart haben wir die nächste Situation, die völlig unklar ist. Das heißt eigentlich, den Kader von Eintracht jetzt zu beurteilen, ist ganz, ganz schwierig, weil ich noch überhaupt nicht sehe, wohin die Reise geht, ehrlich gesagt. Es ist mega strange, ne? Denn der Basti hat es ja eben schon gut gesagt. Wir haben eine sehr, sehr merkwürdige Situation aktuell. Also ich würde auch dir vollkommen zustimmen bei Basti Oczipka, bei Ayman Barkok. Die würde ich alle genau zu der Summe abgeben, wie sie jetzt hier gerüchtet wurde, definitiv. Barkok wird wahrscheinlich echt nicht funktionieren. Ich glaube, da wurde zu viel zu hoch gepusht. Ja. Und die Leistung, die er im ersten Spiel ansatzweise angedeutet hat, hat er in den nächsten Partien nicht bestätigen können bei der Europameisterschaft. Also insofern wird sich da nichts verhärtet haben, glaube ich. Wie gesagt, Oczipka scheint relativ durch zu sein. 5 Millionen ist okay, muss man sagen, für einen Spieler, der schon so lange bei der Eintracht war und auch immer wieder, also lange Down-Phasen hatte. Ich erinnere mich an ein konstantes Tief von Bastian Oczipka, was über ein Jahr ging. Insofern schon akzeptabel. Aber ansonsten, Radetzky würde ich immer noch sagen, könnte man drüber nachdenken, auch aufgrund der Tatsache, wenn es keine Vertragsverlängerung gibt. Aber das Problem ist, die Eintracht hat sich, ohne dass sie es wollte, wieder in eine sehr bedrängliche Situation gebracht mit den zwei verletzten Torhütern. Was ist denn mit der Personalie Hagota? Ja, muss ich wirklich sagen, wenn du den für gutes Geld loswerden würdest. Ne? Ja, aber wer will denn das den Geld zahlen? Nee, glaube ich nicht. Nach der Saison noch nicht. Also da muss man doch wirklich sagen, wenn du im Endeffekt ihn ins Ausland verscherbeln könntest, ja, musst ja wirklich sagen, hier wird ja, der Markt ist ja nicht rational. Das muss man ja wirklich sagen. Er hat ja mal eine aber ganz die schauen Saison schon gespielt. Zu, also die schauen sich schon an, was der Spieler ja weiß ich nicht, muss ich wirklich sagen, habe ich teilweise, wenn ich die Ablösesummen sehe, die da gezahlt wird, für wirklich teilweise. Ja, aber kaum, irgendwie immer nur bei anderen Vereinen. Irgendwie bei genau, genau, genau. Ja, andere stimmt, Vereine stimmt. Verkaufen, weiß ich nicht, Maximilian Philipp für 17 Millionen Euro, Ginter geht für 17. Und bei der Eintracht hast du das Gefühl, irgendwie hat die Eintracht, die lebt in einer anderen Zeit irgendwie. Die Eintracht lebt in echt einer Zeit, in der das alles noch normal war. Also ich genau. meine, also die Eintracht lebt in 2003 gerade aktuell. Du hast es auch das Gefühl. Eintracht-Spieler gehen immer für die Hälfte so ungefähr. Ja, für auch schon nicht wenig Geld, aber wo du Gefühl hast, das ist alles noch nicht komplett verrückt. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel angucke, das ist ein Zieler, übrigens ein sehr guter Torhüter, ein Ron-Robert Zieler für lächerliche 4 Millionen. 4 Millionen, ja, Wahnsinn. Der zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Da muss ich sagen, da hat das Raum-Zeit-Kontinuum des Fußballwahnsinns noch ausgesetzt, weil das sind normale Summen. Aber wenn du überlegst, Anthony Uja wechselt für 12 Millionen irgendwo hin, dann würde ich ihm Dennis recht geben. Dann kann auch Rogota von mir aus für 12 Millionen irgendwo hin gehen. Auf jeden Fall. Nur ist das so, wenn ich sage, dass ich bei Eintracht Geld generieren will und bei Fabian schon Angst habe, dass es nicht genug ist, dann hätte ich es bei Rogota sowieso, weil Hagota, meiner Meinung nach, habe ich immer hier gesagt, einer derjenigen ist, der in der letzten Saison underperformed hat, ehrlich gesagt. Und wenn du so einen verkaufst ihn aus meiner Sicht unter Marktwert. Bei Hagota wäre es so, ich würde ihn eigentlich behalten, wenn der aber mal 12 Tore macht und irgendwie gut in Form ist und die Leute dann sofort, ich würde ihn sofort verkaufen. Das ist genauso dieses, deswegen hört sich's komisch an, aber deswegen würde ich auch Chandler verkaufen, weil meiner Meinung nach würdest du jetzt für Chandler mehr Geld kriegen, als er auf lange Sicht wert ist, ehrlich gesagt. Die Leistung kommt ja nie mehr ran, ja, das stimmt. Das selbst wenn er die jetzt noch einmal bestätigt, das ist trotzdem keiner, wo du sagst, das macht er jetzt in den nächsten 5 Jahre nicht. Das macht er nicht, weil er die Fähigkeiten leider nicht hat. Es tut mir sehr leid. Er ist ein solider Kicker, er gibt immer alles, ist eine Identifikationsfigur für gewisse Teile der Fans, aber seien wir ganz ehrlich, wenn uns jetzt einer 5 Millionen für Chandler gibt, dann würde ich die Eintracht-Verantwortlichen bitten, ihn zu verkaufen und auf Da Costa zu setzen und vielleicht noch irgendwo ein Backup zu holen. Und dann hätten wir wenigstens an der Stelle ein bisschen Geld gemacht. Nur, ich glaube, die Illusion, dass jemand uns einen höheren einstelligen Millionenbetrag für Gotha gibt, dann ist, die muss ich dir leider nehmen. Es tut mir leid.
Na gut, ja, ja, wie gesagt, das ist ja, das sind ja, es waren ja, ja einfach nur Sachen, wo du gucken musst, wo kannst du wirklich Geld mit Spielern, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Ragota bringt uns überhaupt nicht weiter. Er hat in letzter Saison eher Tore gekostet als Tore geschossen. Nein, ich muss wirklich sagen, das ist halt das, wo ich sage, du solltest schauen, wo sind hier die, wo ist, wie du, normalerweise erwarte ich doch einen schönen Vergleich von dir. Das ist hier ein Misthaufen teilweise, der hier läuft mit dem Ragota, wo du wirklich sagen musst, das ist unter aller Sau. Das ist da vorne, vorm Tor war doch wirklich nichts mehr los. Jetzt hast du ja im Endeffekt mit Halle und vielleicht auch in der Saison, aber da glaube ich auch noch nicht dran, dass Meier uns da nochmal weiterhelfen kann. Natürlich zwei Optionen, die mir schon um einiges besser gefallen als in der letzten Saison. Also das ist... ich bin voll bei dir, Spasti. Ich bin voll bei dir, dass wahrscheinlich hast du nicht, Spasti, nicht hast du Spasti gesagt. Hast du zu mir gesagt. Ich bin voll bei dir, Spasti. Ja, aber um in deinem Bild zu bleiben, Dennis, um deinem Bild zu bleiben, du hast einen Misthaufen. Ja. Dann leg wenigstens ein paar schöne Blätter oben drauf und verkauf ihn dann. Weil der Käufer soll nicht direkt sehen, ich will bei eBay Kleinanzeigen keinen Misthaufen reinsetzen, sondern ich setze da jetzt eine schöne Terrasse hier. Und dann läuft der Kerl einmal auf die Terrasse und stürzt ein. Habe ich aber schon das Geld, mach mein Handy aus. So muss ich, also lass hier Gotha eine geile Hintergrund spielen. Ich bin voll bei dir. Das war der Fehler, den wir mit Seferovic gemacht haben. Seferovic wäre der größte Con gewesen, den die Eintracht machen hätte können, wenn sie ihn für 12 Millionen nach Gladbach abgesetzt hätten. Auf jeden Fall. Weil auf lange Sicht kam natürlich dann raus, dass der keine 12 Millionen wert ist. Toll. Das kam dann aber hier raus. Ja. Und ähnlich sehe ich es bei Gotha, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er auf jeden Fall eine gute Halbserie drin hat und wenn er die liefert und jemand 10 Millionen bietet, sofort ciao. Ja. Das ist, die Eintracht muss die Spieler an ihrem Peak verkaufen. In dem Wissen, dass sie eigentlich nicht so gut sind. Weil du hast, wenn du eine, die Eintracht hat in der Hinrunde ja Folgendes gehabt, du hast, das haben wir ja schon mal gehabt, auch unter Fee, als wir dann in den Europapokal letztendlich noch gekommen sind. Du hast manchmal, wenn du in der Form bist, hast du so ein Gebilde an Mannschaftsteilen, die so gut ineinander greifen, dass die Öffentlichkeit denkt, wow, sind das geile Spieler. Ja, ja. Ich erinnere an diese Hoffenheimer Mannschaft. Aber an dieser Hoffenheimer Mannschaft hat auch zum Beispiel ist ein Tobias Weiß zum Nationalspieler gebracht. Nur weil er Glück hatte, dass er Teil eines funktionierenden Kollektivs war. Hm. Und ähnlich muss das bei der Eintracht auch sein. Es muss irgendeinen Idioten geben, der denkt, ach guck mal, die Eintracht hat gut gespielt, der Chandler, der hat es auch sehr gut gemacht, den kaufe ich jetzt. Und dass er dann sieht, okay, als Einzelteil ist Chandler vielleicht doch nicht so gut. So muss die Eintracht muss halt die Leute ein bisschen verarschen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich hatte so Hoffnung, weil das die Verantwortlichen letzten Sommer schon gesagt haben, wir müssen Ablösen generieren. Frankenbach hat es jetzt auch gesagt, wir müssen mal einen holen für 6, dann verkaufen wir den für 35. Bla, bla. Alles, was wir auch schon seit 500 Jahren hier sagen übrigens, ja, genau. Fällt der Eintracht dieses Jahr scheinbar zum ersten Mal ein. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich sehe es diesen Sommer schon wieder nicht. Ich sehe die Fälle vorbeischwimmen. Ich sehe nicht, dass die Eintracht diese Transferperiode einen zweistelligen Transfer bei den Abgängen hat. Es tut mir leid. Ja, ich vermisse ja auch ehrlich gesagt die Smartness. Also ich vermisse komplett, dass die Eintracht smart genug ist, genau solche Deals auch irgendwie ja konsequent einzutüten. Man hat sich angestellt wie Ochs vorm Berg bei der ganzen Radetzky-Angelegenheit, wo man selber unglaublich dämlich war und ihn in eine Ecke gedrängt hat, dass er keinen Bock mehr hatte, dass alle Verantwortlichen keinen Bock mehr hatte. Du hättest den anpreisen müssen, als wäre das der heißeste Scheiß. Du hättest machen müssen und auch gar nicht mit so Stellungnahmen und so einem Mist, ja? Das war unfassbar peinlich, wie die Eintracht sich hier dargestellt hat. Unglaublich unprofessionell. Du musst viel besser agieren, wenn du willst, dass ein Spieler als einfach erscheint und auch als jemand, den du für eine Summe holen willst, weil du genau weißt, ihr redet mal weiter, mein Hund ist gerade, ne? Ja. Über wen habt ihr gerade gesprochen? Mein Headset ist gerade runtergefallen. Man hat's gehört. Radetzky oder wie war das? Ja, dass man sich da halt auch, also dass die Art und so Weise, wie das man ist da genau rangegangen der Punkt. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Ich habe ja gesagt, wir sollen irgendwie Misthaufen verkaufen und sollen die Leute irgendwie ein bisschen betrügen, weil es aussieht wie eine schöne Terrasse. Die Sache ist, die bei Radetzky, hast du eigentlich eine schöne Terrasse gehabt und hast sie selber kaputt gemacht. Ja. Also Radetzky ist eigentlich einer, auf den andere Vereine von ganz alleine aufmerksam geworden sind. Und dann stellst du es so dar, ja, dann gehst du halt jetzt. Wie kannst du denn so blöd, du musst doch nach außen so kommunizieren, als wenn du den unbedingt behalten willst und nicht sagen, ja, wenn er jetzt nicht verlängert, geht der. Aber das wissen die Vereine ja dann. Die kommen ja dann zu dir und wissen, okay, die Eintracht braucht diese Terrasse gar nicht mehr oder will die gar nicht haben. Und dann
kriegst du automatisch weniger Geld. Und deswegen kommen auch vielleicht die Angebote nicht rein, weil die sagen, ja gut, da hat einer Vertrag, ihr wollt den eh loswerden, dann geben wir euch 4 Millionen. Dann sagst du ja, nee, so war es nicht gedacht, sondern du musst den anderen Feinden ja irgendwie, du musst ja diesen Hype selber kreieren, zu sagen, boah, nee, den müssen wir unbedingt behalten. Und wenn jetzt einer kommt, dann muss er uns schon ganz viel bieten. So musst du es machen. Ja. Weil im Endeffekt, Radetzky, ich verstehe auch gar nicht, wieso Radetzky so einen krassen Schaden genommen hat, ehrlich gesagt. Also wir können uns doch nicht immer über die Vereine beschweren, die Spieler irgendwie abschieben, bla bla bla, aber dann, wenn ein Spieler sagt, ja, ja Leute, ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich will jetzt hier bleiben. Also Radetzky ist doch ein Spieler, wo du sagst, okay, der war eigentlich immer korrekt, auch zu den Fans, der war Integrationsfigur. Ja, und dass der jetzt so diskreditiert wird, das finde ich arg befremdlich, ehrlich gesagt. Das ist total seltsam, ja. Diese, dass die Eintracht plötzlich, weil es ihr nach 140 Jahren einfällt, dass sie keine Verträge mehr auslaufen lassen will. Und Radetzky ist jetzt der Erste, der es spüren soll. Also sorry, der kann doch auch sagen, ich habe doch Vertrag, ich will also vielleicht total, nicht zum Sommer erst total überlegen. Ohne Not. Ja, also ich meine, die tun so, als hätte der keinen Vertrag mehr. Und hätte sich immer nicht entschieden und die Eintracht könnte jetzt nicht planen. Die Eintracht kann doch planen. Die kann sagen, okay, wir haben den einen ja noch unter Vertrag, dann spielen wir mit ihm als Nummer 1. Und wenn ein Angebot ist, verkaufen wir ihn. Ja, wenn keins kommt, dann sagst du hier, Digga, Pech bis dahin. Wir haben jetzt keinen Ersatz gefunden, du bist jetzt unsere Nummer 1, dann müssen wir halt nächstes Jahr umsonst dich umsonst abgeben. Dann ist es halt so. Aber dem Spieler jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, dass er jetzt ein Jahr vor Vertragsende schon weiter verlängern soll, damit der Verein planen kann. Also sorry, dafür ist Radetzky leider nicht verantwortlich, ehrlich gesagt, tut mir leid, ist er nicht. Ja, also, und dass er dann auch unverschämte Gehaltsforderungen hat, ist auch klar, weil er das ja dann merkt. Also das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja nicht mal verwerflich, das ist ja das. Ja, aber in dem heutigen Markt unverschämt, also wer definiert jetzt hier unverschämt? Sagt Bobic, was das ist oder was? Also wenn Radetzky sagt, er hätte gern so viel, dann kann er sagen, nö. Ich muss natürlich sagen, es muss natürlich auch irgendwo ins Mannschaftsgefüge passen, weil sonst hast du ja sofort, sonst ist sofort die Unruhe da, da ist dieser, was ja uns immer stark gemacht hat, auch die letzte Saison und so weiter, war dieser Zusammenhalt, alle spielen, alle kämpfen füreinander und so weiter und so fort. Das hast du natürlich sofort, wenn du da eine gewisse Unruhe reinbringst, weil gerade, wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf, der Klassiker, auch beim Fußball ist das garantiert nicht anders und das ist natürlich auch sehr unprofessionell, was da kolportiert wurde, wie die Beträge sind, was dann da auch stimmt und nicht stimmt, das ist sowieso immer ja die Frage, aber dementsprechend umso dummer, dass du im Endeffekt das alles auch in die Medien getragen hast, das wäre doch alles gar nicht so wichtig gewesen, hättest du alles unter der Hand machen können und dann kriegt er halt ein bisschen mehr und so weiter, jetzt hast du da Zahlen auf dem Tisch, wo jeder denkt, oh, wenn der Vertrag jetzt verlängert wird, denkt jeder, meine Güte, hat der super gehandelt. Der kriegt jetzt 2,5 bis 3 Millionen Gehalt im Jahr. Ja, und dann hat er wieder eine Ausstiegsklausel für 3 Millionen drin. Genau, also es ist total bescheuert und eigentlich können bei dem System, wie es jetzt gemacht wurde, haben eigentlich alle verloren. Genau, das meine ich, weil im Endeffekt die Situation, die jetzt da ist, dass du hast einen Spieler, Dortmund hat das ja auch oft gehabt, die haben gesagt, okay, Gündogan hat noch ein Jahr Vertrag, wenn du nicht verlängerst, würde ich mich gerne verkaufen. Wenn Zorc das schafft, Gündogan dann zu verkaufen, dann ist das eine Leistung von Zorc, aber dann ist das nichts, worauf Dortmund bei Gündogan hätte pochen müssen. Also das ist nicht die Aufgabe von Radetzky, dafür zu sorgen, dass die Eintracht Transfererlöse erzielt. Das ist nicht seine primäre Aufgabe. Er kann natürlich dazu beitragen, kann natürlich auch wohlwollend sagen, okay Leute, ich verlängere, schreibt mir eine Ausstiegsklausel 10 Millionen rein, Sunderland oder XY, den er an der Angel hat, die zahlen das nächstes Jahr. Klar, warum soll, also ich würde es auch nicht machen. Wenn ich wüsste, nächstes Jahr kriege ich einen Vertrag irgendwo in England und kann dann noch ein bisschen Handgeld kassieren, weil ich keine Ablöse koste. Genau, das ist es nämlich. Also, ja. Ich denke, darum geht es nämlich auch. Du kannst nicht auf den Goodwill von dem Spieler hoffen, nur weil du das jetzt mal machen willst, was du die letzten Jahre verschwitzt hast. Also klar wäre es eine verhandlungstaktische Meisterleistung, wenn die Eintracht es geschafft hätte, den Vertrag mit Radetzky zu verlängern, weil du dann in den nächsten Jahren immer eine Ablöse kriegen würdest und dafür einen Satz sorgen könntest. Wenn du das aber nicht schaffst, dann ist das vielleicht nicht nur deine Schuld, aber du kannst dann trotzdem auch nicht bei jemand anders Schuld suchen. Dann ist das eine blöde Situation, es hat nicht funktioniert. Also es ist eine geile Situation, wenn es klappt. Wenn es aber nicht klappt, kannst du das nicht auf den Spieler schieben. Du kannst nicht sagen, du Arschloch, du verlängerst deinen Vertrag nicht, der eh noch ein Jahr läuft. Also sorry. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum er so viel von seinem positiven Image verloren hat, ehrlich gesagt. Ich bin trotzdem eigentlich noch, klar nervt es mich auch, aber ich bin nicht so sauer wie die meisten scheinbar. Mhm.
Ich würde gerne noch einmal kurz das Thema Oczipka ansprechen. Hättet ihr einen potenziellen Ersatz im Tabata. Kopf? Ich bin großer Fan von Tabata, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen risikoreich jetzt von mir ist, der Gedanke, weil er wahrscheinlich defensiv wirklich nur Schwächen hat. Aber Tabata hat es bei mir in die Herzen gespielt mit seinem Auftreten im Pokal und nach dem Spiel. Mhm. Aber ich bin mir auch natürlich bewusst, dass es wahrscheinlich ein bisschen naiv ist, zu denken, okay, das ist jetzt unser neuer erster Linksverteidiger. Mhm. Und eine Alternative habe ich leider auch nicht auf dem Schirm. Da hätte ich dann aber das Vertrauen in die Scouting-Abteilung mittlerweile von Eintracht, dass eventuell ein günstigerer Ersatz da wäre, der ihn gleichwertig ersetzen kann, und dann hättest du vielleicht wenigstens ein bisschen Schnapp gemacht. Also wir dürfen auch, weil er jetzt eine solide Saison gespielt hat, nicht so tun, als wenn Oczipka hier über die letzten 5 Jahre ein Leistungsträger. Der war letzte Saison eine, der war in der UEFA-Pokalsaison unter 4-1, aber ansonsten war er auch ein Ärgernis, ehrlich gesagt, ja, weil ihm eine gewisse, ja, ich würde nicht mal sagen Schnelligkeit im Sprint, sondern eine gewisse Gedankenschnelligkeit fehlt. Du hast bei ihm manchmal so das Gefühl, er braucht immer ein bisschen, er ist sowieso ein sehr grübeliger Typ, auch wenn man ins Gesicht guckt. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, Oczipka ist eine Bank, sondern wenn dann, das ist genau das, was ich meine. Oczipka ist jetzt, würde jetzt für 5 Millionen wechseln, weil er diese gute Saison hinter sich hat, und Schalke diesen Eindruck, den aktuellen Eindruck würden die gerade bezahlen. Aber die würden mit Sicherheit nicht die letzten 5 Jahre bezahlen. Also der hat diesen Marktwert mit Sicherheit nicht generiert in den letzten 5 Jahren, weil er Anführer und Kapitän und konstanter Leistungsträger Eintracht war. Du hast relativ viele große ist natürlich große auch, dass du nur noch ein Jahr Vertrag hast. Ne? Also das muss man und auch immer ja bedenken. 30. Genau. Also deshalb, wenn du da wirklich was, einen Jungen, der eventuell dann, ich sag mal, Oczipka, was er gut macht, ist, er hat ein gutes Stellungsspiel damit. Genau. Und Basti, ich bin schon auf deiner Seite teilweise, auch wenn du zu dir zurückgerudert bist ein bisschen. Er hat schon Defizite in der Schnelligkeit, das ist definitiv. So, und dementsprechend, vielleicht kriegst du wirklich einen jungen Spieler, der vielleicht jetzt vom Stellungsspiel nicht so super ist, aber ein bisschen schneller ist, der dann aber auch wieder einen neuen Vertrag hat, den du vielleicht, wenn er sich gut macht, dann auch wieder verkaufen kannst. Also ich denke, der Deal mit 5 Millionen, da können wir alle ruhig schlafen und können mal uns freuen. Machen, ja. Gut, ich glaube, das war es so an aktueller Gerüchtelage. Ansonsten, die Eintracht gerade unterwegs in den USA, macht Vorbereitung, hatte ein Testspiel gegen Seattle, wo man wahrscheinlich noch nicht wirklich viel, oder was heißt wahrscheinlich, wo man noch nicht wirklich davon auf die Saison irgendwie schließen kann, war ein 1:1. Ich habe es nicht live gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Es war so, ja, Freundschaftsspiel halt. Ja. Ich habe es leider gar nicht gesehen, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Ich habe es jetzt auch nur mit einem Auge ein bisschen verfolgt. Hab, wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass Kamada einigermaßen die Bälle gut verteilt hat und ein gutes Passspiel hat und eine einigermaßen passable Technik, aber wirklich Erkenntnisse kannst du natürlich aus so einem Kick nicht gewinnen. Die sind da gerade angekommen, spielen ein bisschen Fußball, spielen jetzt gegen die. Ja. Also die Mannschaft steht noch nicht, es ist noch nicht viel trainiert, du kannst mit Sicherheit noch kein System erkennen. Also so ein Testspiel, da würde ich jetzt überhaupt gar keine Schlüsse daraus ziehen wollen. Ehrlich gesagt, heute hat Dortmund, glaube ich, 3-2 gegen Rot-Weiß Essen verloren. Das wird auch nicht heißen, dass sie absteigen. Also von daher, meine Güte. Ja, das war ja genau, aber, was ich sagen wollte. So von der Aufstellung her irgendwas Überraschendes? Wurde was ausprobiert oder habt ihr da jetzt auch nicht so... Ja, es waren ziemlich viele Sechser auf dem Platz, glaube ich. Also Bezuschkow hat noch gespielt zusätzlich. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, die spielen ohne Außenspieler. Aber... Ja, das wurde natürlich wieder durch die Außenverteidiger ein bisschen aufgefangen, aber so wirklich ein System, deswegen war ja diese Ratlosigkeit bei der Mascarell-Diskussion dass ich nicht sagen könnte, okay, das ist unser Ding und das wird darauf richten wir jetzt das Spiel aus, das konnte ich in dem Spiel auch nicht erkennen. Es war viel irgendwie in der Tat irgendwie über die Mitte und dann zwischendrin viel langer Hafer und also war schon so ein bisschen zusammengestückelt, also... Ich glaube, ich muss sich alles noch so ein bisschen eingerufen, aber ansonsten scheinen sie ja da doch ganz ordentlich auch so über den Tag verteilt Programm zu machen mit Trainingseinheiten und halt eben auch so ein bisschen was fürs Mannschaftsgefüge. Also es gab ja die ein oder andere neuen Spieler, die sich jetzt so ein bisschen irritiert gezeigt haben über den Umfang des Tagesprogramms, was dann da abgespult wird. Also so scheinen schon das Thema Vorbereitung gefühlt so ein bisschen ernster zu nehmen als vielleicht noch in den Jahren davor. Das ist schon mal gut. Oh, hi Marvin. Ich rede von Vorbereitung und der Marvin ist wieder da. Das ist sehr gut. Ist aber ganz kurz eine Frage noch. Halle ist immer noch nicht, oder Halle oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist immer noch nicht in den USA eingetroffen. Oder ist da jetzt mittlerweile... Soweit ich das mitgekriegt habe, nicht, nein.
Das ärgert mich dann halt auch. Das ist auch wieder sowas, aber gut, das ist wieder typisch. Das ist für mich typisch Eintracht, klar. Der Spieler muss da auch selbst gucken, dass er seine Unterlagen beisammen hat und so weiter. Und ich glaube, da ging es ja um der Pass. War nicht mehr gültig, genau. Ja. Also das ist natürlich schon was, wo du sagst, meine Güte, ja, okay, du hast da natürlich die Spieler, die sich darum kümmern müssen, der wird auch wahrscheinlich da einen Rüffel bekommen. Trotzdem ist es wieder sowas typisch, das wird halt bei professionellen Vereinen einfach nicht passieren, weil die es vorab prüfen und nicht dann. Ja, genau. Also es ist nervt. Ist nämlich ein guter Punkt, dass du das sagst. Eigentlich ist es nämlich nicht so. Also ich meine, wir haben mittlerweile im Fußballgeschäft eine absolute Trennung und eigentlich sind die meisten Fußballspieler Kinder. Kinder, zumindest in der geistigen Hinsicht, und kümmern sich um nichts, außer dass sie Fußball spielen, Playstation spielen und irgendwann essen gehen und sich dann dementsprechend gesund ernähren. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Im Profifußball, da machen die ein bisschen Social Media, spielen vielleicht Fußball, Manager wollte ich schon sagen, nee, FIFA oder PES oder irgend sowas. Aber an sich passiert dann nicht mehr viel. Und ich glaube, viele sind es nicht gewohnt, sich um solche Dinge zu kümmern. Also ich meine, im Vergleich zum Wrestling, wo ja jeder sich um seine Visas und so weiter und so fort kümmern muss und dann dementsprechend einen auf den Deckel bekommt, ist es bei Profi-Top-Vereinen wie bei den Bayern halt drin. Also die da wird sich drum gekümmert und dann müssen die das nicht selber machen. Bei der Eintracht scheint es anscheinend so zu sein, dass es trotz der Tatsache, dass es Spielerbetreuer und so gibt, ist es anscheinend eine Vakanz. Ja, und dann passieren halt solche Dinge. Ja. Total nervig, auf jeden Fall. Also sowas, das ärgert einen halt dann auch, gerade wenn du weißt, dass eine gute Vorbereitung das A und O ist mit, auch gerade, das ist ja für uns, also für mich ist das ein Stammspieler, wenn er fit ist, finde ich gut. Er ist auf jeden Fall, der wird auch ein Stammspieler, da gehe ich auch hundertprozentig von aus. Ich gehe, ganz ehrlich, der Junge hat zwei Füße und zwei Beine und der wird nicht ganz so beschissen sein wie der Rest, den wir sonst da vorne haben. Der wird hundertprozentig Stammspielen, also da gehe ich fast von aus. Der kann kaum schlechter sein als das, was in der vergangenen Saison von Regota oder auch, zumindest von Regota da abgeliefert wurde und von Seferovic sowieso. Also insofern, der Junge wird definitiv Stammspielen. Wobei bei der Anzahl der Gliedmaßen sind sie alle relativ gleich auf. Ja, wahrscheinlich relativ schon, ja, denke ich auch. Aber die Sache ist halt auch die, guck dir mal halt an, der Einzige, der mich jetzt irgendwie positiv überrascht, ist wirklich der Luka Jokic, der jetzt schon ein Testspiel gezeigt hat, dass er Bock hat. Wenn der irgendwie genau dieses Level beibehält, könnte der wirklich trotz der Tatsache, dass er erst 19 Jahre alt ist, zu einer Alternative werden. Ansonsten, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den Nelson Mandela einschätzen soll. Ich liebe diesen Typen allein für diesen geilen Namen. Ja. Das stimmt. Und auch Enner Dadaschow, das sind alles Optionsspieler, aber die jetzt noch nicht diesen Status haben, den ich mir für sie erhoffe. Ja, ja. Schauen wir mal, vielleicht lässt sich ja aus der weiteren Vorbereitung da noch ein bisschen was rauslesen. Also wir sind ja auch noch ein paar Testspiele geplant. Vielleicht haben wir dann auch demnächst ein bisschen mehr Einblick über mögliche Systeme, die dann da irgendwie auflaufen können. Aber ich will euch eine Frage stellen. Und zwar, das ist eine Frage, die jetzt vorhin an mich herangetragen wurde. Ich war vorhin auf dem Geburtstag und da sind wir über einen Eintracht-Podcast ins Gespräch gekommen. Da hat mir jemand gesagt, du hörst einen Eintracht-Podcast, was ich ziemlich cool fand. Und also war jetzt hier gerade in Frankfurt und da hat er gemeint, wir sollten vielleicht mal thematisieren, was ist denn eigentlich der grundsätzliche Nutzen von einem Trainingslager in den USA? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine argumentativen Schwierigkeiten, das akzeptabel zu begründen. Jetzt Trainingslager im Allgemeinen oder? Nee, in den USA. Ja, aber das ist, glaube ich, Teil dieser DFL-Nummer, oder? Ist das, gehört das nicht zu diesen Bundesliga-Reisen, bla, blub, wie das heißt? Ja, Internationalisierung das, glaube, und dann Geschäftsbeziehungen da schließen. Ne? Kriegst du da nicht auch irgendwie so ein bisschen Bonus dafür oder so? Also ist das nicht Teil der Bundesliga irgendwie, dass du da so ein bisschen Promo machst? Und die Eintracht hat ja auch vorher gesagt, dass sie den amerikanischen Markt irgendwie so ein bisschen angreifen will. Ich kann sagen, also das, was mir jetzt noch irgendwie einfallen würde, wäre halt eben quasi so Marktreichweite für den Verein irgendwie zu erweitern. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum der FC Bayern in Japan, China da hinten unterwegs ist und irgendwas, weil du dich halt irgendwo in so einem Markt positionieren willst. Ja. Ich glaube, das ja, hat auch Hellmann gesagt gehabt. Ja. Ich kann die Zweifel aber verstehen, weil du das Gefühl hast, bei der Eintracht, ja, also ich sag mal so, der FC Bayern, für die ist das ja auch eine Strapaze, sowas zu tun. Und für die Eintracht mit Sicherheit nicht weniger, weil die noch einen dünneren Kader hat.
Die Frage ist halt, ob so ein Verein wie die Eintracht, ob die das überhaupt machen sollten, weil die noch nicht so weit sind eigentlich. Also du, bei der Eintracht hast du das Gefühl, die machen dann den zweiten Schritt vor dem ersten. Du hast irgendwie keinen breiten Kader, machst, willst aber gleich irgendwie durch die USA tingeln. Leichte Zweifel daran hatte ich auch schon, auch wenn ich hoffe, dass so ein bisschen, dass die Eintracht vielleicht in den USA so ein bisschen bekannter macht und dadurch die Eintracht vielleicht ein Verein wird, der allgemein für die Bundesliga interessant ist und dadurch so ein bisschen weiter nach oben klettern kann. Aber ehrlich gesagt sehe ich das gerade nicht, dass du nach dieser letzten, ja, mit dem Kader, mit den Geschäftsstrukturen, die die Eintracht hat, zu sagen, okay, wir reisen jetzt zu den USA, um da irgendwie Welle zu machen. Ich hätte einfach Angst, dass das wieder so eine Nummer ist, wie als damals Alfa Romeo zu uns gekommen ist und Nike in der nach der ersten Saison die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, zu sagen, ey Leute, ja, bevor ihr eine Auslandsreise macht, solltet ihr vielleicht auch erstmal zu Hause die Strukturen so weit zukunftsfähig machen, als dass ihr jetzt sowas macht. Ich bin gespannt, die Eintracht hat vieles verbessert und unter anderem auch im Social-Media-Bereich, was ja auch irgendwie ausgezeichnet wurde, werden wir schon später drüber sprechen. Und wenn sie diese USA-Reise eh nicht gut nutzen wie aktuell, dann soll es mir recht sein, aber ich kann jeden, der das anzweifelt, verstehen, weil das mit Sicherheit mit Strapazen verbunden ist, die der dünne Kader, der überhaupt noch gar nicht irgendwie eine Richtung vorgibt bei der Eintracht, vielleicht nicht auffangen kann, aber keine Ahnung. Das sind die einzigen Gedanken, die ich jetzt zu dieser spontanen Frage hatte. Ja, nee, aber es ist ja, kommt ja ganz gut in die Richtung, weil das ist ja genau der Punkt. Denn du hast ja keinen strukturierten Kader aktuell, das muss man ja ehrlich sagen. Du hast keinen, der hervorsticht. Du hast selbst die Langzeitspieler, die irgendwie einen Namen haben, sind größtenteils nicht verfügbar. Also jetzt zum Beispiel Meier, der vielleicht irgendwie als Galionsfigur der Eintracht irgendwie gelten könnte, ist mit einer Borreliose-Infektion nicht dabei. So, also das heißt, das ist kein Aushängeschild. Du hast nicht die Top-Player, um dann sagen zu können, ja, in den USA gehen wir jetzt hier komplett durch die Decke. Für die Leute, die in den USA schon eher Eintracht-Fans sind, ist es eine nette Angelegenheit, wobei wir auch da nicht die Augen davor verschließen dürfen, dass nur weil die Eintracht in den USA ist, heißt es nicht, dass alle USA-Eintracht-Fans irgendwie dahin tingeln können, ja? Und weil es USA ist halt auch nochmal ein bisschen andere Dimension als, was weiß ich, Finkenwerder oder irgend sowas, ne? Also insofern alles nicht so einfach. Ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht. Die Eintracht hat ja dort wenigstens auch relativ optimale Trainingsbedingungen, wobei bei dem Wetter hast du, glaube ich, halt überall einigermaßen auch bei alle Trainingsbedingungen. Ich tue mir mal ein bisschen schwer damit, wenn ich sehe, was mich ja immer wundert, wie viele Eintracht, Reporter oder Begleiter dahin gefahren sind. Ja, also gut, ich will jetzt nicht näher auf das Thema eingehen, aber da gibt es also den einen oder anderen, der da irgendwie auf eigene Faust mehr oder weniger hingefahren ist und ja, ich glaube schon mal bis 6.000 bis 8.000 Euro dafür gelatzt hat. Ja. Naja gut, aber das ist wieder eine ganz andere Kiste. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, nur ganz kurz einen Punkt noch dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von unserem neuen Hauptsponsor erwartet wird. Ne? Also, Indeed ist ja, glaube ich, in Austin oder sowas ansässig. Das bedeutet eigentlich ja in dem Sinne, vielleicht ist das einfach was der Hauptsponsor sehen möchte. Ja, zeig dich, wir haben hier ein Engagement, ein langfristiges, 3 Jahre sind sie ja, glaube ich, dabei. Bitte guck, dass du hier bei uns im Heimmarkt auch ein bisschen Rambazamba machst. Und das könnte ich mir noch vorstellen, dass das gar nicht unbedingt so in den Händen der Eintracht jetzt liegt, da zu sagen, nee, machen wir nicht. Oder die USA ist jetzt uninteressant. Ich denke, wenn du mit so großen Playern dann, Verträge machst, wirst du wahrscheinlich auch deren Spielregeln befolgen müssen. Nee, sehr guter Punkt. Geil. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Also sowas vielleicht noch. Ja, nee, ja, ist auf jeden Sinn. Fall. Ich meine, Indeed als amerikanischer Sponsor, ganz klar, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber würde das Ganze ja noch mehr legitimieren, ne? Ja. Ja, gut, und wir dürfen uns auch nicht immer beschweren, dass die Eintracht alles verpasst und dann macht sie mal was in die Richtung, das auch wieder kritisieren. Ich behalte mir diesen naiven Glauben in die Eintracht bei und hoffe, dass sie was Gutes daraus machen, wie immer das auch aussieht, und hoffe, dass die Eintracht auch da vielleicht so eine kleine Basis legen kann, von der wir in der Zukunft irgendwie profitieren können. Wie das dann genau aussehen soll, weiß ich natürlich nicht. Aber meine Güte, die Eintracht wird es auch überleben. Und wir haben, glaube ich, trotzdem immer noch wichtigere Baustellen, die Eintracht zu bearbeiten hat, sage ich mal. Genau, bevor wir zu möglichen Baustellen kommen, kurzer Hinweis einfach nur der Vollständigkeit halber, die ersten 5 oder 6 Spieltage sind terminiert.
Und ich war eigentlich ganz zufrieden, als ich da drauf geguckt habe. Wir dürfen viermal samstags 15.30 Uhr antreten, einmal direkt am Anfang sonntags 15.30 Uhr und zwischendrin mal mittwochs abends. Fand ich jetzt eigentlich so von der Verteilung her noch ganz okay. Aber um 18.30 Uhr kann es sein? 18.30 Uhr, genau, gegen den FC. Warum eigentlich? FC. Ist das neu? Das muss neu sein. Das waren immer eigentlich 20 oder 20.30 Spiele, ne? Da sind es gar nicht dann zwei Spiele hinter, ein frühes, ein spätes oder sowas ja, an den Mittwoch und Dienstag, oder? Die anderen spielen dann 20.30, ja, das ist auch okay. Ein Teil, das ist nicht auch irgendwie Bestandteil dieser Aufteilung, da auch mit diesen Montagsspielen und so weiter, um da irgendwie mehr Einzelspiele zeigen zu können. Ich meine, deswegen war das da auch irgendwie. Das ist nicht, wie soll ich das sagen? Ich will gar nicht jetzt mit den Aluhut aufsetzen, aber es ist ja trotzdem immer wieder ein bisschen nervig, dass so die Eintracht-Fans da machen das in Köln. Immer ein bisschen brisanter machen jetzt halt um 18.30 Uhr, weil die hoffen, da fahren nicht so viele hin. Mich nervt sowas. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ja, oder vielleicht hoffen sie danach noch irgendwie Umsatz an Kaltgetränken in der Innenstadt machen zu können, weißt du auch nicht. Ja, aber ihr wisst, also ich glaube schon, dass das nicht von der Hand zu weisen ist, dass es möglich wäre, dass es gewisse Gedanken gibt, zu sagen, okay, die Eintracht-Fans in Köln, hoffen wir, dass viele nicht dahin fahren können. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ein Mitgedanke gewesen wäre an der Stelle, ganz klar. Ja. Nikolaus, aber unterkündigen. Wir kommen trotzdem wieder, Wichsers. Genau, und du hast ja vollkommen richtig gesagt, René, also grundsätzlich sieht es trotzdem schön aus. Also der Spielplan ist nicht so fatal, wie er hätte sein können. Also zumindest jetzt für den Anfang nicht. Also es gibt ja noch genügend Potenzial, das noch einmal richtig in die Grütze zu reiten. Ja klar, also wir haben noch viel, viele andere Spiele. Aber seien wir erstmal zufrieden mit dem, was wir haben. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wie zu reden dürfen wir denn sein mit den 80.000 Euro Geldstrafe, die wir jetzt noch zahlen dürfen für Schmähgesänge, Plakate, Pyro und was weiß ich noch alles? Ich glaube, damit ist auch der Dart-Pfeil abgegolten, also ist es doch in Ordnung. Also, genau, der ist auch nicht. Für den Dart-Pfeil fällt es in Ordnung. Was zählt denn alles dazu? Ist es in Berlin auch dabei? Ja, Finale und Halbfinale. Hm. Was war in Berlin dabei? Genau, das würde ich jetzt nämlich gerne wissen. Das ist für mich viel entscheidender. Nicht der Betrag, sondern die Gründe, warum und ob da explizit Schmähgesänge draufsteht. Schmähgesänge hatte ich von nicht. Von Pyrotechnik eher die Rede. Genau, also, da war einmal Pyrotechnik, zweite Hälfte des Pokal-Endspiels und das wohl auch irgendwie, ist jetzt die Frage, was genau das Urteil ist, weil ich jetzt auch nur den Kickl-Beitrag dazu gelesen habe. Es muss wohl den Fall gewesen sein, dass ein Ordner aus Frankfurt sich gezielt irgendwie vor die Kamera gestellt hat und diese wohl auch irgendwie ausgesteckt hat, also so schreibt man da, keine Ahnung, was davon nachher wirklich der Fall ist, um quasi hier irgendwie Täterermittlungen zu verhindern. Okay. Kann ich mitleben, ich hätte es dramatisch gefunden, wenn es tatsächlich was mit der Nationalhymne Helene Fischer oder irgendwelchen Gesängen zu tun gehabt hätte. Nee, das steht da nicht drin, also sie haben es wohl hauptsächlich auf transparente den Dart-Pfeil und zweimal Pyrotechnik. Transparente, also, okay. Transparente. Ja, gut. Genau, also, wobei die Transparente waren im Spiel gegen Augsburg. Okay, dann heißt das also im Endeffekt, ist es so die Saison-Nachlese im Endeffekt. Ja, ne? Also nach dem Anfang war das jetzt nochmal so eine finale 80.000. Ich sehe jetzt gerade 20.000 davon können anderweitig auch verwendet werden, also auch für infrastrukturelle oder gewaltpräventive Maßnahmen. Das ist ganz gut. Das heißt also, sind es im Endeffekt nur 60.000, die der Eintracht wirklich verlustig gehen, und die anderen 20 kann man in sinnvolle Projekte stecken. Das ist auch schon mal in Ordnung. Also ja, ich denke, für die Eintracht ist es immer bitter, so viel Geld zu verlieren. Andererseits, die Eintracht hat auch ein paar Euro verdient in der Saison. Wir sind halt auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte erst Angst, als ich da gelesen habe, dass wirklich irgendwie wieder eine Blocksperre oder so ein Quatsch kommt. Also es ist ja mittlerweile, ich sag mal, wir sind da ja eher auf Bewährung und dementsprechend denke ich, sind wir mit der Strafe doch wirklich gut weggekommen. Ja, ich glaube auch. Schlimm, dass wir sowas heutzutage sagen müssen, aber es ist ja so. Leider genau, dann lasst mich hier gerade einmal die Reihenfolge umstellen, weil der eine Block könnte ein bisschen länger sein, den schmeiße ich jetzt mal hinten dran und würde noch auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen, Basti hat es gerade eben schon angedeutet, es gibt eine, jetzt muss ich wieder nachlesen von wem, ich habe den Artikel wieder schlauerweise zugemacht, von irgendeinem Institut eine Auswertung der Social-Media-Aktivitäten der 18 Bundesliga-Vereine.
wo man jetzt nicht nur irgendwie geguckt hat, auf wer hat wie viele Fans und potenzielle Reichweite, sondern wo es in erster Linie um Aktivität ging, also Kommentare, Likes, hast du nicht gesehen, und bei der Auswertung der 18 Bundesliga-Vereine schneidet die Eintracht mit Platz 1 ab, erfolgreicherweise. Also wir haben zwar nicht so viel Reichweite wie der FC Bayern, dafür eine wesentlich aktivere Fanbase auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Das einfach nur mal erwähnt. Ich schmeiß den Link zu dem Artikel auch nochmal in die Shownotes. Wer das nachlesen möchte, findet das ja dann dort. Aber das will ich nicht so unkommentiert lassen, denn es zeigt, und das ist was sehr Positives, dass das Potenzial halt da ist. Also auf der einen Seite ist es schön, dass die Eintracht das sehr gut nutzt. Also ich muss wirklich sagen, Chapeau. Wir haben vor vier, fünf Jahren... Wer hätte das vor anderthalb Jahren noch gedacht? Da also, haben wir genau, wir haben vor vier, fünf Jahren schon über den Eintracht-Podcast hier gesprochen und haben uns den Eintracht-Account angeguckt und fanden das nicht so klasse. Vor zwei Jahren haben wir auch noch drüber gesprochen, haben schon den fürs Verbesserungspotenzial immer noch gesehen und sehen jetzt, wie die Eintracht immer weiter versucht, Leute einzubinden, vielleicht nicht in der Art und Weise, wie es für uns vielleicht irgendwo relevant erscheint, aber die müssen auch an Jüngere denken und da machen die das recht gut. Also Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor der Social-Media-Abteilung, die immer besser wird, die konsequent auch an sich arbeitet und das ist der Lohn, aber es zeigt halt auch, die Eintracht hat halt geil viele Fans und die sind aktiv. Der Sitzen ist nicht nur der Onkel Herbert, der sich mit 75 halt noch seine Bildzeitung kauft und über die Eintracht irgendwas liest, weil der Sport halt so geil ist, sondern da sind halt auch viel aktive Eintracht-Fans, auch übrigens jeden Alters. Also da ist ja nicht nur die Ü20 bis U40 Generation, sondern da sind auch Leute dabei, die über diesen dieses Alter hinaus sind und sich daran beteiligen wollen. Eine schöne Sache und es zeigt, dass die Eintracht ist halt ein geiler Fußballverein, der das Potenzial hat, ja, the sky's the limit. Ich habe das auch, das war immer das, was man sich eigentlich immer gedacht hat, so dieses, und jetzt wird es mal irgendwie wenigstens zu Papier gebracht, so indirekt, dass du das Gefühl hast, Eintracht-Fans sind schon besondere Fans auch, die, wenn sowas ist, wirklich mit so vielen Leuten nach Berlin fahren, da so eine Show abziehen und du hast das Gefühl, was der Marvin gesagt hat, du könntest echt viel mehr daraus rausholen und das bestätigt mich aber auch, dem, was wir hier schon sehr, sehr oft auch gesagt haben, dass die Eintracht sich um ihre Fans kümmern muss, weil die Fans wahrscheinlich das Wichtigste sind, was dieser Verein hat. Also die Fans machen das aus. Also der Verein Eintracht Frankfurt definiert sich auch darüber, dass Leute denken, an was denke ich bei der Eintracht? Ja, die haben schon geile Fans. Wir, Marvin und ich, waren in Berlin, haben den einen oder anderen interessanten Journalisten dort getroffen. Da war auch der erste Kommentar, ja, die Eintracht hat schon mal einen guten Auswärtsmob. Also das wird wahrgenommen. Ich glaube, die Eintracht wird zum sehr großen Teil, ich würde es gar nicht in Prozenten beziffern wollen, aber über ihre Fans wahrgenommen und über alles, was da passiert. Und wir haben es erlebt, wie diese Elektrizität aussehen kann, wenn vor dem Pokalfinale und auch währenddessen und danach noch ein bisschen. Und das spiegelt sich ja dort wieder. Du hast einfach das gesehen, dass bei der Eintracht trotzdem mehr drin ist, als uns immer wieder erzählt wurde. Von wegen, ja, bla bla, zementiert und die bla. Wenn die Eintracht in den nächsten Jahren einigermaßen kreativ, mit ein bisschen Glück natürlich und das irgendwie trotzdem stringent verfolgt, hast du hier Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind. Auch wenn es immer heißt, ja, wir sind auf Kante und bla und bla und blub. Ich glaube, in dieser verändernden Fußballwelt und die Medienwelt auch, hat die Eintracht einen Faktor, den sie hoffentlich irgendwann ausspielen kann. Und ich hoffe es sehr. Natürlich gibt es da Befürchtungen, die ich habe, weil das wahrscheinlich nicht nie was zählt, wenn du siehst, wie viel Geld Wolfsburg immer wieder rausbläst, obwohl die sich für niemand für sie interessiert. Aber trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, bei der Eintracht ist was drin. Also da ist irgendwie, die Eintracht ist, wie der Marvin es gesagt hat, ich würde es auch so sagen, die Eintracht ist halt geil. Es ist fast objektiv sogar so. fast objektiv. Genau, dann würde ich gerne mal noch so ein bisschen die Objektivität unserer Fanbase hier mit einbeziehen. Und zwar hätte ich nach wie vor gerne, dass ihr da draußen mal tippt, was ihr glaubt, auf welchem Tabellenplatz die Eintracht die Saison 2017-2018 beendet. Es gibt dazu eine kleine Google-Umfrage. Ich hau die nochmal hier in die Shownotes und schmeiß die auch nachher nochmal oder morgen nochmal in den Twitter, Facebook, Slack etc. Da könnt ihr da nochmal abstimmen und dann legen wir das mal gegen unsere Einschätzung und dann haben wir etwas, wo wir dann am Ende der Saison 2017-2018 mal gucken können, wer von uns denn da am nächsten irgendwie dran war.
Und da habe ich mal noch eine recht persönliche, aus einem persönlichen Anliegen heraus eine Frage an euch, nämlich wo und wie will man denn in der zukünftigen Saison Fußball schauen? Ich habe die Situation, Sky ist bei mir durch, ich habe gekündigt, weil Abo läuft aus und alles, was sie mir an Angeboten machen, ist eher Verarsche als sonst irgendwas. Und hätte jetzt mal so die Frage an euch, auch mit dieser ganzen Eurosport-Geschichte, wo will man denn heutzutage eigentlich noch sinnvollerweise Fußball gucken oder geht man dann doch lieber wieder in die Kneipe jeden Samstag? Ja, eben hast du deine eigene Frage schon beantwortet. Der Marvin hat es, glaube ich, auch letztens irgendwo gesagt. Ja, dann gehst du halt in die Kneipe, wenn es dich interessiert. Weil es gibt mittlerweile immer weniger Spiele, die einen interessieren und für die paar, die dann interessant sind, ist es doch auch cooler, sich mit Freunden zu treffen und in die Kneipe zu gehen. Bin ich voll dabei. Also würde ich denken, ich habe auch nicht mehr, genau wie du, René, ich werde es geil auch kündigen, weil ich mein eigenes Konsumverhalten, was Fußball betrifft, beobachtet habe und es wird immer weniger, als dass ich sagen würde, das lohnt sich für mich, so viel Geld rauszublasen. Ja. Weil ich bin die meisten Spiele eben im Stadion, wenn mal nicht, dann treffe ich mich halt mit Freunden, schaue irgendwo und Champions League, wenn es dann nicht mehr läuft, werde ich dann auch, wenn es mich wirklich brennend interessiert, auch irgendwo hingehen. Das liegt aber nicht an der Eintracht, sondern das liegt allgemein an den an so einem kleinen Verdruss, den ich dem Fußball gegenüber trotzdem habe. Und da haben wir ja letztens in unserer kleinen Sondersendung schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Spiegelt sich dann aber auch da wieder. Und die, ja, die UEFA und die Bundesliga, die tun nicht gut daran, die Zugangswege zur Bundesliga zu verkomplizieren, weil selbst auf den einfachsten Vertriebswegen würde ich nicht mehr alles schauen. Und wenn es dann noch kompliziert wird, dann schließt sich das fast sogar aus. Ich werde auf gar keinen Fall den Eurosport-Player aktiv betätigen, weil Mainz gegen Augsburg spielt. Das werde ich nicht tun. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das schön formuliert und ich nehme das als was Positives. Ich habe auch jetzt drüber nachgedacht, ich habe jetzt schon seit einigen Jahren jetzt nicht das lineare Sky, sondern ja, über Sky Go, Dennis, ne? Jo. Und so gucke ich das, gucke aber auch immer weniger Fernsehen, auch immer weniger Fußball im Generellen. Und ich glaube, man muss es umformulieren. Man hat immer die Möglichkeit, also man kann das alles jetzt negativ sehen, aber ich will es wieder positiv sehen. Und ich will es insofern, ich freue mich einfach darauf, wenn ich in der nächsten Saison die Möglichkeit habe, mit meinen Freunden oder ja, oder mit Bekannten in der Kneipe das Spiel zu schauen und mit einer ganz anderen Emotionalität, als ich in der letzten Zeit geguckt habe. Hm. Also da freue ich mich lieber auf die Momente, auf die alle zwei Wochen in der Kneipe und die anderen zwei Wochen im Stadion. Ja, also hat man immer eine schöne Abwechslung und ich glaube, vielleicht kann das auch wieder etwas sein, was das Feuer neu entfacht. Bin ich voll bei euch. Also ich bin auch kein Freund eigentlich, sowieso die Spiele alle nur zu Hause und öde und so zu schauen. Ich bin auch ein Freund davon, das in der Gruppe auch ein bisschen gleich zu diskutieren und ein bisschen drüber zu sprechen. Klar, auch das ein oder andere Kaltgetränk dabei zu trinken, ist auch eine feine Sache. Ist auch eher traurig, wenn man dann nur zu Hause sitzt. Nee, ich bin, ja, bin da voll bei euch. Also klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ja. Gut, dann investiere ich das Geld nicht in Sky, sondern mache eine Kneipe auf. Das scheint mir das sinnvollere genau. Konzept zu sein. Du, also wenn ja, du die hier irgendwo in Frankfurter Gegend aufmachst, hast du zumindest schon drei auf jeden Fall, die gerne dabei sind. Ja, ja. Aber nur leider musst du, glaube ich, mittlerweile so viel Umsatz machen, weil Sky das so unmenschliche Preise verlangt, dass das ist, glaube ich, kein Spaß als Betreiber. Das ist halt also auch eine brutale Situation. Das ist halt auch echt eine sehr gut, dass du es ansprichst, Dennis. Das ist ja eine brutale Situation, ne? Die eigentlich auch für alle Kneipenbetreiber echt toxisch ist. Ja. Und das ärgert mich, denn meine Güte, muss denn jeder Vollpfosten zu Hause fucking Sky haben, nur weil die Sky-Leute das wollen? Das ist doch scheiße. Bewegen wir uns auch in einer gefährlichen Spirale. Ganz ehrlich, das macht auch keinen Sinn, wenn du die ganze Zeit vorm Fernseher hockst, nur weil du denkst, du musst jetzt irgendwie dein Sky-Abo, was du teuer finanziert hast, irgendwie ausleben. Ausnutzen. Du musst halt irgendwas gucken. Das ist doch scheiße. Nein, Leute, 24/7 macht dich nicht schlauer, Fernseh gucken. Ist jetzt nicht so, als würde ich das jetzt intellektuell so großartig fordern. Da kannst du noch so viel Game von uns gucken. Und es muss auch nicht sein, ja. Und es ist einfach ein gemeinschaftliches Element. Du nimmst ja dieses Gemeinschaftselement komplett von solchen Situationen. Und das ärgert mich und ich finde es schade, dass die Kneipenbetreiber, die wichtig sind, übrigens auch für den sozialen, also aus einem größeren Kontext. Ich glaube schon, dass Kneipen und einen sozialen und gesellschaftlichen Aspekt verfolgen, den es nicht mehr gibt, wenn sich alle nur noch zu Hause zusammenrotten. Ja, das also, und finde ich schade. Finde ich einfach schade. Es geht auch eine Entwicklung, die nicht förderlich ist. Ja. Das ist korrekt.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Dummschwätzer der Woche, wo hier nach wie vor immer noch nichts auf dem Zettel steht, meine Herren. Haben wir Kandidaten, die sich dort anbieten? Viele, aber die haben allerdings mit Fußball zu tun diese Woche. Also. Okay. Ja, aber ja, das ist doch okay, dann machen wir mal eine generelle. Nein, Spaß. Nee, ich glaube, ich weiß schon, wohin das geht. Ja, und dann würden wir noch 2 Stunden hier drüber diskutieren. Genau. Also wir könnten generell auch mal wieder so ein, also ich weiß nicht, wenn der Kalle irgendwann seinen Titel bekommen hat, dann schmiegt sich von hinten so ein komischer Lurch, ich glaube aus Duisburg kommt, der schmiegt sich an, die Trophäe haben zu wollen, die Kalle for Life Trophäe. Rainer Wendt ist da echt immer noch ein guter Kandidat, ja, aber so nebenbei. Definitiv, ist ein definitiver Kandidat, also 3-mal nominiert, auch unter Fußballfans, kein Unbekannter, nee. Aber es ist schon sehr schwer zu ertragen, dass solche Personen existieren. Mhm. Ja. Ja. Meine indirekte Nominierung quasi. Genau, ich würde sagen, wir brauchen diesmal keinen Dummschwätzer der Woche, weil wir alle, glaube ich, relativ wenig Fußball-Sommerpausen-Gedöns konsumieren. Ich glaube, ich denke, das kann man so sagen. Es gibt ja an, also es gibt ja quasi null. Also, nein, warum auch? Ich meine, die wichtigen Informationen bekommen wir durch die sozialen Medien. Der eine Spieler wird verpflichtet, der andere geht dahin. Ja, wie die Sachen jetzt zum Beispiel mit Douglas Costa, der jetzt irgendwie zu Juventus geht, das bekommt mehr mit. Oder dann halt die Verpflichtung von James Rodriguez an den FC Bayern München. Ich bin sehr gespannt. Und also solche Sachen. Aber ansonsten muss ich jetzt nicht die ganze Zeit Sky Sport News HD einschalten, um zu wissen, was passiert. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch ganz froh, da halt wirklich einfach mal so das auf so ein absolutes Minimum runterzufahren. Ja. Ich habe mir nichts Nationalmannschaftsmäßiges angeschaut, angehört, durchgelesen. Das hat mich alles so von vorne bis hinten gar nicht interessiert. Ich habe mich einfach mal jetzt 2 Wochen mal mit gar nichts großartig beschäftigt und habe in den letzten 2 Tagen so versucht, so ein bisschen aufzuholen, was bei der Eintracht da gelaufen ist, aber mehr halt auch nicht. Ja, also nicht mal so irgendwie beim Kicker reingucken, ist da irgendwas? Ich meine, gut, um diese Modest-Geschichte, da kommst du ja jetzt irgendwie auch quasi nicht drum rum, das wird ja hier auch überall breitgetreten, aber ansonsten war ich es auch so ein bisschen überdrüssig jetzt einfach. Ja, ich empfinde das genauso. Das ist bei mir eigentlich selten gewesen früher, aber ich merke mittlerweile, ich bin auch mal froh, wenn dann samstags kein Fußball ist. Und dann ist jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und du kannst so ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann man sonst langsam sich anfangen wieder zu informieren. Aber dieses, heute war die Nick bei mir, ein bekannter Twitterati-Wrestler, macht auch einen Wrestling-Podcast. Ich war bei mir heute zu Gast im Café, was ihr alle übrigens tun solltet. Schweizer Straße 69 besucht mich. Und die hat gemeint zum Beispiel, ja, sie kann es gar nicht mehr warten, bis endlich losgeht. Und da ist mir aufgefallen, bei mir ist es noch gar nicht so. Dass ich sage, wow, geil, ich ziehe die Tage, bis endlich das ist. Endlich Fußball, nee, ist irgendwie nicht. Ich habe früher immer gedacht, oh nein, jetzt ist 7 Wochen Pause. Jetzt sage ich, ja, ich bin nicht so traurig, dass jetzt noch ein Monat Pause ist. Dann freue ich mich natürlich auch auf den Pokal und fahre vielleicht auch dahin. Freue mich auch aufs erste Auswärtsspiel und Heimspiel. Aber nicht so, dass ich es nicht mehr aushalten könnte, sondern ja, so ein kleiner Wandel hat schon stattgefunden, was meine Fußballverlangen betrifft. Ja, ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Und zwar, weil in eurer Glanzfolge bei 93 du aus deinem Glaspalast rausgezerrt wurdest und der Realität ein Stück näher gebracht wurdest. Ja, das hat ja ein bisschen die Runde gemacht, dass das so ist. Aber da wird ja auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass ich durchaus mir vorher schon ein bisschen bewusst war, dass im Fußball das ein oder andere in die falsche Richtung läuft. War mir nur, wo ich aus meinem Glaspalast geholt wurde, war, dass tatsächlich die anderen 4 Protagonisten mich davon überzeugt haben, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die diesen Entwicklungen positiv gegenüberstehen. Und das war was ich für mich immer irgendwie noch ignoriert habe scheinbar. Und das, obwohl wir es dir auch schon das eine oder andere Mal mitgeteilt haben. Ja, ich kann es mir halt trotzdem nicht vorstellen, dass einer daheim sitzt und sagt, hier, das Allee zusammen, das finde ich ein spannender Hashtag, ich hole mir jetzt ein paar Wehrprodukte, da ist so ein schönes Trikot dabei, das ziehe ich dann an und dann gehe ich zu meinen Kumpels und dann gucken wir jetzt zusammen Fußball und kröle bis sie so gehen die Deutsche. Ich kann es mir nicht vorstellen, tut mir leid, immer noch nicht. Immer noch nicht. Schweiz ist... kann das nicht greifen irgendwie. Aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren und der deutsche Fußball wird auch überleben, wenn ich es nicht verstehe. Also von daher ist alles gut. Du bist nicht der alleine Finanzierer des deutschen Fußballs, nein.
Leider noch nicht, nein. Aber von daher, damit sind wir quasi mitten in den Empfehlungen angekommen. Ich empfehle euch diese Folge sehr. Ich, wie gesagt, habe mich ja so ein paar Wochen gar nicht mit Fußball beschäftigt, aber das hat mich jetzt auch so ein bisschen wieder an das Thema rangebracht. Und selbst wenn man mit Fußball nichts am Hut hat, sind die Gespräche, die da laufen, äußerst unterhaltsam. Danke. Ja, dann hört rein. Genau. Yeah. Die zweite Empfehlung, da ist der Marvin dran schuld. Also wie er eigentlich auch an der ersten dran schuld ist, wie ihr da ja dann hören werdet, aber er ist auch an der zweiten schuld. Ich habe mich nämlich die letzten zwei Tage quasi, oder ja, eigentlich sind es drei Tage, komplett einmal durch Glow auf Netflix durchgeguckt. Geil. Glow war richtig cool. Ja, ja, hat es euch allen gefallen? Das ist sehr schön. Ich hatte es nur am Rande mitgekriegt und dann musste ich eure Ringfuchs-Sonderfolge hören. Wer nicht weiß, was Glow ist, es ist eine Fernsehsendung, wo jetzt Staffel 1 auf Netflix draußen ist, eine Netflix-Eigenproduktion, sind 10 Folgen, gehen so 25 bis 35 Minuten, also relativ leicht zu schauen und geht quasi um die Glorious Woman of Wrestling, Glorious Ladies of Wrestling, so rum, die quasi so eine also für eine Fernsehserie für Frauenwrestling gecastet werden und dann so an dieses Thema so ein bisschen rankommen, und das ist sehr lustig gemacht und es sind auch, wie ich finde, ganz viele Fremdschämen-Momente drin. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist extrem unterhaltsam und gut gemacht und ich bin jetzt mit Staffel 1 durch und es gibt keine zweite und ich finde das gerade sehr traurig. Aber ich habe schon den ein oder anderen, ja, wie soll ich sagen, das ein oder andere vernommen. Also es ist durchaus möglich, dass irgendwann mal was kommt. Dass eine zweite nochmal kommt, schauen wir auf jeden Fall mal. Aber auf jeden Fall, du hast komplett recht. Für mich auch eine ganz klare Empfehlung. Was mich halt da unglaublich freut, ist die Tatsache, dass Dinge ernst genommen werden. Also das sind ja alles keine Charaktere, die mit dem Wrestling groß geworden sind, bis auf eine, sondern Leute, die sich irgendwie langsam da rantasten und das auch befremdlich finden und erstmal fragen, was hat es eigentlich damit auf sich? Aber irgendwo merken sie dann, ach, das ist etwas, mit dem kann ich Leute begeistern, und das ist was irgendwie schon was Besonderes. Und wie sie dann da reinwachsen, wie unglaublich realistisch das erzählt wird. Und du merkst halt, es ist ein Respekt einfach für dieses Business da und gleichzeitig nicht zu schwer. Du hast natürlich halt noch ein bisschen ein feministisches Moment, ein Empowerment. In den 80er Jahren war es nicht großartig einfach für Frauen, irgendwo erfolgreich zu werden, auch nicht im TV, wenn es nicht darum geht, irgendwie ein Bond-Girl zu spielen, irgendwie kurz bekleidet zu sein. Aber für mich eine sehr, sehr coole Sendung, aber René hat es richtig gesagt, auch ein bisschen mit Fremdscham. Aber Leute, guckt euch mal die originalen Glow bei YouTube an. Da gibt es viele Charaktere, die genauso gespielt wurden, wo du auch denkst, und das hat funktioniert. Ja, das ist schon, auch dieser Umgang mit diesen ganzen Stereotypen, die du dann da hast, das ist sehr absurd, aber auch gleichzeitig irgendwie lustig und faszinierend. Ja, definitiv. Und dann habe ich noch eine Empfehlung und damit kommen wir wieder so ein bisschen in die Richtung des Podcasts. Ich hatte ich das in der letzten Sendung schon erwähnt? Ich glaube ja, da hatte ich angedeutet, dass es demnächst eine App gibt, die es erleichtern soll, Live-Podcasts zu hören, und die ist jetzt tatsächlich auch raus, leider nur für iOS-Geräte, Mac etc. Und kostet auch ein bisschen Geld, aber so ein Entwickler will natürlich auch von irgendwas leben. Heißt PodLive, kann man quasi alle Podcasts, die live über StudioLink senden, so wie wir hier live verfolgen, kann die abonnieren, kriegt dann auch eine Push-Benachrichtigung, wenn der Stream live geht. Kostet 4,49 €, glaube ich. Wer gerne Podcasts hört, wer gerne Podcasts live hört, kann da, glaube ich, ganz ruhigem Gewissens einfach mal einen Blick reinwerfen. Sind viele fleißige Menschen dran beteiligt worden, dran beteiligt gewesen, so rum, das Ding in der Beta-Phase voranzubringen, und ist ein deutscher Entwickler, der schon ein paar gute Apps gemacht hat. Da kann man auch ruhig mal die eine oder andere Mark investieren. Den Link packe ich dann auch in die Shownotes, dann wisst ihr, wo ihr langklicken müsst. Finde ich eine geile Sache. Finde ich schön, dass es sowas gibt. Sehr gut. Und es trägt auch nur dazu bei, dass das Format Podcast immer interessanter, attraktiver und auch auf Dauer noch relevanter wird. Genau, und halt auch eben diese Live-Komponente da halt einfach nochmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, weil ich meine, ich bin ja schon sehr dankbar über das, was hier bei uns im Slack passiert, aber da gibt es ja noch viele andere Podcasts, die ja zum Teil wirklich ihr Konzept einfach auch viel auf diese Live-Beteiligung dann ausgelegt haben, und dann finde ich das schön, dass du das da halt auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund stellst, und am Ende des Tages brauchst du ja dann wirklich kein Radio oder irgendwas mehr, weil es ja einfach so viele Formate gibt, die permanent auch irgendwie am Senden sind,
dass du damit einfach auch relativ viel Informationen und Tagesbedarf wahrscheinlich auch komplett abdecken kannst. Radio, we're coming for you, brother. Habt ihr noch was ihr empfehlen wollt? Nee. Ich glaube nicht. Ich empfehle Kuchen, gerne auch bei Basti. Glaskuchen, wolltest du sagen, oder? Ja, Kuchen für den Frieden, ja? Könnt ihr bei mir kaufen. Ja, genau. Schweizer Straße 69, ich bin froh, wenn mich jemand besucht dort. Lässt du die dann alle auch auf deiner Brotdose unterzeichnen, oder? Nein. Okay. Das ist mittlerweile, ich muss auch ganz kurz über die Brotdose sprechen, heute ist mir aufgefallen, es ist mehr als nur eine Brotdose, weil ich tue mittlerweile meinen Schlüssel, mein Portemonnaie und meine Zigaretten dort rein. Es ist quasi jetzt meine Handtasche. Also hast du gerade ich glaube, ich habe schon hässlichere Handtaschen gesehen, also von daher, mein Money in the Bank-Koffer ist mein treuer Begleiter durch den Alltag. Und also, weißt du, was ich Basti hat eine goldene Herrenhandtasche. Und ich freue mich auf den Tag, an dem er mit diesem Money in the Bank Koffer in einen Club geht, der aber an seiner Halskette hängt oder so. Ja. Genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So werde ich beim Ticker Schland auftauchen. Ja. Okay, also Erkennungszeichen für Basti ist die goldene Herrenhandtasche, die er um den Hals trägt. Genau. Hervorragend. Ich glaube, damit haben wir uns auch schon fast einem Sendungstitel genähert, aber das werden wir gleich im Nachgang im Chat ausbaldowern. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger durch mit dieser Sendung. Ich will noch einmal kurz ein bisschen Housekeeping machen. Es war wieder Monatswechsel, das heißt, die Zahlungen der ganzen Patreon-Spender sind eingegangen, beziehungsweise der vielen fleißigen Menschen, die hier per Dauerauftrag, Überweisung etc. uns den ein oder anderen Obolus zukommen lassen. Und von daher möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke, Danke, Danke sagen für die viele Unterstützung, die ihr uns hier entgegenbringt. Das hilft, dieses Projekt am Leben zu halten und auch vielleicht den einen oder anderen Schritt nach vorne zu machen. Wir haben da noch eine ganze Menge Ideen und werden da, glaube ich, ausführlich im Rahmen des TK-Stand auch nochmal irgendwie im kleinen Kreise drüber referieren. Genau, und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Woche zu. Was ist mit dem, schon gut, alles gut. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Nein, 5.8. Genau. Guter Hinweis, ohne Konkretes sagen zu können, zu wollen, aber tragt euch doch mal den 5.8. in eurem Kalender ein, so ab, ich würde jetzt mal sagen, so Richtung Uhr. Nachmittag, 16 Uhr. 16 Uhr, ja. Haltet euch da den 5.8. mal frei, wir werden euch da in der nächsten 5.8., ich muss es wie damals machen, dann kommen mehr Leute. 5.8. Genau. Werden wir euch informieren. Basti, Datum nochmal ganz kurz? 5.8. Soll ich wieder eine Liste vorlesen mit irgendwelchen Sachen? Soll ich dir Musik einspielen? 5.8. Wo bin ich? 5.8. Yeah, die Musik war es doch. Was habe ich damals vorgelesen? Das waren irgendwelche Farben, ne? Das war die Alpina. Die Alpina. Ah, genau. 5.8. Gut, also wer es noch nicht mitbekommen hat. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, der braucht auch nicht zu kommen, gell? Oder vielleicht erst recht, wer weiß. Also, ja, 5.8. Wir dingen auch nicht, keine Angst, ja. Vielleicht dingen wir vielleicht auch nicht. Ich kann passieren. Das machen wir abhängig von den Spenden, die bis dahin noch kommen, hin. Ja. Könnt mit eurem Geld voten, ob wir singen sollen oder nicht. Habe ich den Faden verloren. Genau, also 5.8. haltet euch das schon mal frei, tragt es in den Kalender ein. Wir werden euch demnächst mit weiteren Informationen versorgen und auch mal gucken oder haltet auch mal so einen Blick auf unsere Social-Media-Kanäle, weil wir jetzt so ein bisschen regelmäßiger wieder senden, aber ob es jetzt der Wochenrhythmus lohnt, das würde ich sagen, naja, auch ein bisschen abhängig von den ganzen Themen, die da aufkommen, bis zum eigentlichen Bundesliga-Beginn ist ja noch so ein bisschen hin und jetzt jedes einzelne Video der Eintracht aus dem Trainingslager da analysieren, ist vielleicht auch nicht so ganz hilfreich. Also von daher passen wir uns da auch so ein bisschen der Informationslage an und versuchen es auch halbwegs frühzeitig anzukündigen und halbwegs rechtzeitig anzufangen, so wie wir es ursprünglich mal geplant haben, nicht wahr? Aber ja, wir müssen uns ja jetzt auch erstmal langsam wieder eingrooven hier, wieder in diesen Alltag. Soll ich die Groove-Musik nochmal anmachen, dass du dich eingrooven kannst? Gut, so. Gut, aber dann haben wir diese Folge. 5.8. beendet. Wir freuen uns auf den 5.8. Tragt euch das in den Kalender ein und wünschen euch noch eine schöne, halbwegs fußballfreie Zeit.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.